Das Wort an Carsten Probst, der das vorbereitet hat, übergeben. Carsten Probst ist in Hamburg geboren. Er lebt als Schriftsteller, Kunsttheoretiker und Kritiker in Berlin. Neben dem Roman Träumer, für den er 2001 den Anna-Segers-Preis erhielt, veröffentlichte er zahlreiche Erzählungen, Essays, Kritiken, kunsttheoretische und wissenschaftliche Texte, Rundfunkfeatures und Hörstücke. Für den Deutschlandfunk verfolgt er seit mehr als 2 Jahrzehnten als Autor die Entwicklung der Gegenwartskunst ab 1945. Weitere Themen sind Kunst und Wissenschaft, Diskursästhetik und posthumanistische Bildbegriffe. 2010 gab er die erste Monographie über den ostdeutschen abstrakten Maler Hans Brosch heraus. 2020 erschien sein monographischer Band über die deutsch-koreanische Malerin Song Hyun Song. Er arbeitet auch sehr viel über die DDR-Kunst, ist hier im Hause fast zu Hause. Und deshalb wird er jetzt dieses Panel leiten, zu dem, das er erdacht hat und zu dem er auch die Leute eingeladen, also die anderen Redner eingeladen hat. Ich denke, es geht darum, dass wir ja Jörg Schöllhammer, der auch auf dem Panel eingeladen war und Corona hat, und der uns jetzt zugeschaltet wird. Das Thema ist Kulturaustausch im Umbruch. Was wird aus den kulturellen Territorien Osteuropas? Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, man kann mich einigermaßen verstehen. Hallo Herr Schöllhammer, toll, dass Sie es geschafft haben. Achso, erst gemütet. Okay, alles klar. Ich beginne langsam. Wir starten mit dem dritten. Wir starten mit dem dritten Panel. Ich begrüße noch einmal alle Anwesenden. Danke auch für die Einladung. Danke für die schöne Organisation dieser Tagung, insbesondere bei Daniel. Dieses dritte Panel sollte eigentlich ja gar nicht stattfinden, weil es erst sehr spontan zu dieser Tagung hinzugekommen ist, aufgrund mit einer dramatischen Vorgeschichte sozusagen, aufgrund der Ereignisse des 24. Februar, zu denen ich Ihnen vielleicht gar nicht so viel sagen muss. Natürlich war die Überlegung, dass eine Tagung mit diesem Thema, mit Kunstkritik in Ost und West, nicht einfach historisch zu Ende gehen kann, sozusagen, nicht einfach mit einer historischen Betrachtung und einem rein kunsthistorischen Ausblick, ohne nicht diese neue Situation, die sehr viel verschiebt und verschieben wird in den Wahrnehmungen verschiedener kultureller Beziehungen, sicherlich auch, ohne nicht diese Thematik und diese Veränderungen noch irgendwie einzubeziehen, wohl wissend, dass wir hierzu heute keine letzten Worte finden können und wollen. Dramatisch auch deswegen, weil wir natürlich danach dann sehr kurzfristig teilweise danach suchen mussten, wer kann, wer will, wer hat Zeit, bei uns hier zu diesem Thema Kulturaustausch Ost und West teilzunehmen. Und Kulturaustausch heißt auch die Perspektive dieses Kulturaustausches. Dramatisch auch, nicht zuletzt, weil jetzt einer unserer Gäste, Georg Schöllhammer, erkrankt ist, aber dennoch, Gott sei Dank, online bei uns ist, aus Wien. Eigentlich sollte er hier sein. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, Herr Schöllhammer. Vielleicht eine kurze Überleitung zu unserem Thema. Worum geht es bei Kulturaustausch? Manche sagen ja zu Recht, dass sich schon im Jahr 2014 mit der Annexion der Krim grundsätzlich die Verhältnisse vollständig in Europa
verändert haben. Gleichzeitig bestand aber in der Zeit, in den 8 Jahren seither, der kulturelle Austausch, gerade auch mit Russland, fort. Zwar schon unter kritischen Vorzeichen, aber mit einer, wie ich finde, eigentümlichen Intensität trotzdem. Ich war letztes Jahr beim großen Austauschprojekt unter anderem dabei, der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden, von dem auch Marion Ackermann gestern in ihrer Einführung erzählt hat. Ein Projekt zur deutschen und russischen Romantik, eine Zusammenarbeit der Staatlichen Kunstsammlungen mit der Tretjakow-Galerie in Moskau, das auch schon in Deutschland zu dieser Zeit gewissen Widerstand, gewisse kritische Kommentare erfahren hat. Kulturaustausch ist, und das konnte man anschaulich an diesem Projekt lernen, ein zutiefst ambivalenter Begriff. Nicht nur eben in den letzten Jahren in Bezug auf Russland seit Annexion der Krim. In Deutschland seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges waren Kunst und Kultur besondere Mittel politischer oder subpolitischer Beziehungen, oft zur Überbrückung, ja, man kann sagen, politischer oder wirtschaftlicher Konflikte zwischen Staaten. Beim Kulturaustausch geht es natürlich nicht um Konfrontation, sagen wir im Sinne von Horst Bredekamps Buch Kunst als Medium sozialer Konflikte, wo Kunst gewissermaßen fast in die Rolle symbolischer Kampfhandlungen gerückt wird. Auch das haben wir natürlich in den letzten Wochen und Monaten erlebt mit der systematischen, symbolischen und praktischen Zerstörung von Kulturgut in der Ukraine. Tatsächlich aber bedeutet Kulturaustausch ja fast eine Heilungsfunktion, insbesondere seit dem Zweiten Weltkrieg. Ich zitiere: In einer Zeit der krisenhaften Erscheinungen, in einer Zeit der ungelösten Spannungen und Gegensätze, in einer Zeit, in der sich die Menschen weithin innerlich bedroht fühlen, gibt es immer doch ermutigende, trostvolle Zeichen von innerer Verbundenheit. In vielen Bereichen des geistigen Lebens gibt es immer noch kraftvolle Bemühungen, innere Disharmonien, innere Bedrohungen zum Trotz, geistige Beziehungen zwischen den Völkern zu knüpfen, zu erhalten, sie zu befestigen und übergeordneten Kräften der Kultur und des Geistes zum Durchbruch zu verhelfen. Zitat Ende. Das Zitat stammt aus einer der Eröffnungsreden zur Ausstellung Neue amerikanische Malerei, die 1958 in West-Berlin eröffnet wurde. Die Wortwahl mag natürlich jetzt heute im Einzelnen nicht mehr so weihevoll, eher pragmatisch klingen, aber im Grundsatz wird hier doch ein Verständnis von Kulturaustausch benannt, das heute noch, und wir haben es auch bei Marion Ackermann anklingen hören, vielfach Gültigkeit besitzt. Ein Verständnis, dass Kulturaustausch einerseits als Alternative zur offiziellen Politik und Diplomatie versteht, das auf inoffizielle Kanäle setzt, auf private Beziehungen mitunter, die dann Projekte starten, die sich durch die Institutionen hindurch bewegen und sich für große Institutionen planen lassen, für die Völkerverständigung, wie es dann lange hieß. Gerade mit Ländern eben, mit denen die politischen Beziehungen eigentlich zu belastet waren, um solche Projekte zu starten. Andererseits wurde aber gerade der Kulturaustausch damit und dadurch unvermeidlich zu einem erweiterten Kern des Politischen. Und die von Stephanie Barron, Eckhard Gillen ja so groß organisierte und kuratierte Ausstellung Kunst und Kalter Krieg, wie wir sie in Nürnberg jetzt oder im DHM in Berlin 2009 gesehen haben, hat ja beispielsweise die Munitionierung von Kultur für die Frontstellung der Systeme nachgezeichnet. Und jede Art eigentlich, und das haben wir ja auch in dieser Tagung wieder und wieder erfahren, jede Art von kulturellem Austausch und jeder deutsch-deutschen Karriere, etwa eine Künstlerin oder eines Künstlers, haftete lange automatisch das Aroma des Politikums an, so sehr eigentlich, dass man sich fast kaum vorstellen konnte oder kann, wie es denn eigentlich auch anders sein könnte.
2003 gab es in der Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig unter der Leitung von Barbara Steiner, sehr stark kofinanziert, initiiert von der Kulturstiftung des Bundes, eigentlich zu genau diesem politischen Blick des Nachwendedeutschlands auf die postsozialistischen Staaten oder dem politischen und kulturellen Blick sozusagen ein großes Projekt. Das Projekt trug den Titel Die politische Macht der kulturellen Territorien. Es bezog sich eben darauf, dass in den zerfallenden Gesellschaften Mittel- und Osteuropas die politischen Konflikte immer weniger auf Fragen nationaler, sondern vor allem kultureller Identität beruhen, die die jeweiligen nationalen Grenzen dann auch überschreiten, nachdem die quasi geopolitische Zwangsjacke des Kalten Krieges abgefallen zu sein schien. Und diese kulturellen Identitäten, ja, sie bieten eigentlich nicht nur Halt und Orientierung, wie es dann damals hieß, in diesen postkolonialen Bruchgesellschaften, die auch oft mit den postkolonialen Gesellschaften in Lateinamerika verglichen wurden, sondern, ja, sie hatten einen historischen Horizont, der viel weiter gefasst zu sein schien. Vor knapp 3 Wochen fand hier im Albertinum an dieser Stelle eine Veranstaltung statt mit Vertreterinnen von größeren musealen Institutionen aus der Ukraine. Darunter war auch Tatjana Filewska, die Kreativdirektorin des Ukrainian Institute, einer staatlichen Institution für Kulturdiplomatie, kann man sagen. Und sie berichtete in einer Art, naja, man kann nicht sagen Anekdote, aber in einer privaten Erzählung jedenfalls von Begegnungen mit Künstlern, die sich für den Armeedienst jetzt aktuell gemeldet hatten, für den Militärdienst in der Ukraine und dies damit begründeten, dass, Zitat, dieser Krieg, dieser aktuelle Krieg, eigentlich schon 300 Jahre andauere und jetzt endlich die Gelegenheit gekommen sei, die jahrhundertelange Unterdrückung ukrainischer Kultur durch Russland zu überwinden. Und das Projekt Die Macht der kulturellen Territorien von 2003 an der Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig war zwar nicht das einzige, aber doch ein in seiner Bündelung recht wegweisendes Projekt zu der damaligen Zeit, weil es erstmals eigentlich gerade das westdeutsche Selbstverständnis von Kulturaustausch, das bisherige, in Bezug auf die Länder Ost- und Mitteleuropas kritisch und mit künstlerischen und kuratorischen Positionen hinterfragte, weil Kulturaustausch in einer imperialen Tradition zu stehen droht, wenn man dort nur beispielsweise in diesen Staaten Ost- und Mitteleuropas nur marktkonforme Demokratie mit Mitteln der Kultur transportieren möchte und über die tatsächlichen historischen Verwundungen und Konflikte hinweggeht. Also das war immerhin ein Ansatz, dem auch viele kulturelle Austauschprojekte dann gefolgt sind, auf Augenhöhe, wie es dann immer heißt. Auch das erwähnte Projekt der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden mit Moskau über die Romantik, auch davon hat gestern Marion Ackermann berichtet, betonte, es sei ein Projekt auf Augenhöhe gewesen. Also nicht so, dass die aus Deutschland kommenden Kuratorinnen den russischen Kuratorinnen und Museumsleiterinnen irgendwelche Themen aufgedrängt hätten, sondern beide gleichberechtigt ihre Themen, wie es dann hieß, auch teilweise erbittert miteinander verhandelt hätten und gleichberechtigt in das Projekt eingebracht hätten. Als Korrektiv natürlich auch und damit sozusagen als Einbeziehung des ja, verbreiteten Gefühls in Russland, der Westen wolle Russland kulturell, wirtschaftlich und in jeder anderen Hinsicht dominieren. In der aktuellen Ausgabe von Lettres Internationales hat Boris Groys einen, wie ich finde, sehr denkwürdigen Satz formuliert über Russlands Absichten hinter dem Angriff auf die Ukraine. Und zwar als einen Versuch, dieser Angriff als einen Versuch, Zitat, eine Grenze zwischen Russland und dem Westen zu ziehen, und zwar eine Grenze, die niemals mehr überschritten werden kann. Keine Grenze im militärischen Sinn,
sondern eine Grenze, die verhindert, dass Menschen aus dem Westen nach Russland kommen, dass mit Waren gehandelt wird, die die russische Bevölkerung verderben könnten, dass Russen in den Westen gehen und sich ungute Ideen aneignen. Eine Grenze auf der Ebene der menschlichen Kommunikation, die niemand mehr überwinden möchte. Zitat Ende. Wir fragen uns jetzt also gleich in unserer Runde, wie kann der kulturelle Austausch mit Russland, aber vor allem auch mit den Ländern des östlichen Mitteleuropas und Osteuropas jetzt, von jetzt an überhaupt beurteilt werden? Wie kann er aussehen? Wie kann er von der Zukunft her betrachtet, die wir nicht kennen, von heute her beurteilt werden? Waren die anfänglichen Hoffnungen im Deutschland der 90er Jahre auf neue kulturell begründete Beziehungen, speziell mit Russland, aber auch mit anderen postsozialistischen Staaten, naiv? Hat Deutschland bei seinem Bemühen um Kulturaustausch die neoimperiale Ausrichtung russischer Politik übersehen oder ausgeblendet? Mehr noch, hat dieser Kulturaustausch möglicherweise den imperialen Impetus oder diese Absichten neuer Grenzziehungen auf Seiten Russlands als Begleitmusik willfährig gefördert? Andererseits, Aktivistinnen und Aktivisten in der Ukraine betonen immer wieder, auf die Kultur, dass sich erzählen, kommt es jetzt an. Ich zitiere die Charkiwer Architekturhistorikerin Evgenia Gubkina: Eines Tages wird der Krieg vorbei sein, und worüber reden wir dann? Denn wenn wir dann keine Erklärungen haben für das, was jetzt passiert ist, dann wird es noch schmerzhafter sein. Zitat Ende. Zeigt die Ukraine womöglich, das wäre auch meine Frage später an diese Runde, die sich gleich versammelt, zeigt die Ukraine eine Qualität gesellschaftlicher Solidarität, des bedingungslosen Einsatzes füreinander, der den individualisierten westlichen Gesellschaften fremd oder noch fremd ist? Ist kultureller Austausch in diesem Sinn neu zu verstehen als das Erlernen dieser bedingungslosen Solidarität miteinander, nicht als diplomatisches Mittel, nicht als kühle wissenschaftliche Beobachtung von außen, nicht als kulturimperialistische Geste, sondern als eben dieses bedingungslose Bekenntnis zur kulturellen, identitären Selbstbestimmung? Darüber wollen wir gleich reden mit einigen Gästen, die auf diesem Feld in den letzten Jahrzehnten tatsächlich sehr weitgehende Erfahrungen gemacht haben oder auch existenziell davon betroffen waren oder sind. Aber bevor wir jetzt in das Gespräch einsteigen, freue ich mich auf den einleitenden Vortrag von Alan Atkins, einer nicht minder zwischen den westlichen Kulturen erfahrenen Kollegin. Sie ist Kulturwissenschaftlerin, hat ihre Erfahrungen in London, Paris, jetzt in Deutschland gesammelt, wo sie jetzt lebt, in Berlin, und unter anderem an wichtigen Ausstellungsprojekten mitgearbeitet, unter anderem an der Ausstellung Naum Garbe und der Palast der Sowjets 1993 in der Berlinischen Galerie und im Schusev-Museum und Berlin-Moskau, Moskau-Berlin 1900 bis 1950, ebenfalls Berlinische Galerie und Puschkin-Museum in Moskau. Also Helen blickt in ihrem Essay zurück auf die Zeit der Euphorie in den 1990er Jahren, als Kulturaustausch zwischen Ost und West scheinbar noch so mühelos neue Hoffnungen und neue Horizonte öffnen konnte. Helen. So, ist das gut? Ja, ich glaube schon. Vielen herzlichen Dank für die Bilder. Vielen Dank, Daniel Perrier, für die Einladung. Vielen Dank, Carsten, für die nette kleine Einführung. Ich in der Tat, also erstmal spreche ich als Kunstwissenschaftlerin und nicht als Kritikerin.
kunstwissenschaftlichen Kunstwissenschaftlerin und Kuratorin. Ich werde eher eine Berichterstattung über das, was in den 90er Jahren passiert ist im Museum. Und das ist eher ein Steinbruch von Ideen und von Ansatzpunkten. Also man könnte eine ganze Tagung auch darüber machen in diesem Kontext. Aber das bietet vielleicht Ideen, die dann für die Diskussion vom Wert sein können. Und Kulturaustausch als Heilung ist ein ganz interessanter Begriff, der ja hier auch gelten könnte. Im Zuge von Perestroika und dem Ende des Kalten Krieges, wie man damals dachte, habe ich von 1989 bis 1996 als Kuratorin im Auftrag der Berlinischen Galerie, das Museum, der Name fiel häufig gestern und heute, jetzt Berliner Landesmuseum, viel mit Moskau zusammengearbeitet. Das war ein komplettes Novum. Gab es in West-Berlin aufgrund der Teilung der Stadt und der gegenseitigen Nichtanerkennung nicht die Möglichkeit, auch nur eine Leihgabe aus Russland zu bekommen und noch viel weniger ein Kooperationsprojekt anzudenken. Also als die Mauer fiel und als es Perestroika gab, war es endlich möglich, ein Projekt oder Projekte mit Russland durchzuführen, die der Gründer der Berlinischen Galerie, Eberhard Rothers, sein Name fiel auch häufig, schon lange ein Traum gewesen war. Und er hatte auch in Bezug auf potenzielle Ausstellungen mit Russland schon lange gesammelt. Ja. Eine erste Ausstellung, das nächste Bild bitte. Dankeschön. Ich habe die Bücher nicht mitgebracht, die sind schwer und die sind alt. Eine erste Ausstellung zu Naum Garbo und der Wettbewerb zum Palast der Sowjets 1931 bis 1933 war eine Kooperation mit dem Moskauer Schusev-Museum, hat Carsten schon gesagt. Sie wurde 1993 in der Berlinischen Galerie in Berlin, dann im Lenin-Museum am Roten Platz, das lasse ich auch unkommentiert, also Lenin-Museum ist schon sehr wichtig als Ort, sowie im IWAM in Valencia gezeigt. Hier wurde erstmalig die Vorgeschichte des unrealisiert gebliebenen Palastes, der als Symbol des jungen Staates erstrahlen sollte, im internationalen Kontext betrachtet. Während neben dem in Berlin lebenden konstruktivistischen Bildhauer Naum Garbo auch Architekten wie Le Corbusier und Walter Gropius und ebenfalls sowjetische Brigaden proletarischer Architektur an der ersten offenen Ausschreibung teilnahmen, wandte sich die weitere Planung des Wettbewerbs von der Moderne ab. Nächstes Bild, bitte. Die sowjetische Jury entschied sich schließlich für Boris Joffans Entwurf eines monumentalen Turmes, der als Sockel für eine überdimensionale Lenin-Figur diente. Mit 415 Metern wäre der Dvorets Sowjetow das derzeit höchste Gebäude der Welt gewesen. Karl Schlögel schrieb über den Schatten eines imaginären Turms. Der zentrale Bauplatz für den Palast wurde durch die Sprengung der Christ-Erlöser-Kathedrale, ein Nationaldenkmal des zaristischen Russlands, bereitgestellt. Als ich 1990 in Moskau war, konnte ich bei minus 30 Grad im größten Freiluftbad der Welt schwimmen. 1960 war das bestehende Fundament des Palastes zu einem Schwimmbad umfunktioniert worden. Also zu diesem Schwimmbad Moskwa umfunktioniert worden. Wenige Zeit später wurden im leeren Wasserbecken Stretch-Limousinen verkauft. Heute steht die rekonstruierte Erlöserkirche wieder da, wie wenn nichts gewesen wäre. Und 2017 gab es auch tatsächlich, wir haben vorhin eine Briefmarke gesehen, gab es eine Briefmarke mit diesem Bild drauf. Das nächste Bild bitte. Das Naum Garbo-Projekt war ein kleiner Vorlauf der Blockbuster-Ausstellung Berlin-Moskau, Moskau-Berlin 1900-1950,
die 1995, also 45 Jahre nach dem Schluss der Ausstellung im Berliner Martin-Gropius-Bau, dieses Gebäude haben wir auch schon viel von gehört heute, und danach im Puschkin-Museum in Moskau gezeigt wurde. Diese umfassende Präsentation aller künstlerischer Sparten, also auch kleine Zeichnungen und kleine Formate, stand in der Tradition der Pariser Großausstellungen der 1970er Jahre, darunter auch Paris-Moskau 1900-1930. Natürlich ein anderer Zeitabschnitt und auch eine andere Verbindung zwischen Paris und Moskau und Berlin und Moskau. Unser Zeitraum von 1900 bis 1950 war eben schwierig. Mein direkter Ansprechpartner für die bildende Kunst auf russischer Seite war Vadim Polevoy. Herr Polevoy hatte einen Arm 1941 in der Schlacht vor Moskau verloren. Mehrere Kollegen auf russischer Seite hatten den Zweiten Weltkrieg erlebt, während das deutsche Team aus jüngeren Wissenschaftlerinnen, die alle westsozialisiert waren, bestand. Also der Austausch war zwischen Ost und West. Das war aber schon lange eine Idee der Berlinischen Galerie, die eben in West-Berlin gegründet worden war. Und es ging nicht darum, DDR-Wissenschaftler dazu zu ziehen, sondern die Parität, die Idee war tatsächlich, das ehemalige West-Berlin oder die ehemaliges Westdeutschland mit Russland in Verbindung zu bringen und mit Moskau in Verbindung zu bringen. Und ich war da ganz interessant für dieses Projekt, weil ich Engländerin bin, in Frankreich aufgewachsen, und ich habe den Arm von Herrn Polevoy nicht weggesprengt. Ja. Das war schon zu dem Zeitpunkt, das muss man sich wirklich denken, das war ganz wichtig. Und ich war auch eine Frau, was in dem Moment auch wichtig war, weil ich nicht gekämpft hätte. Das Ziel, die Wirrungen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und die langjährigen kulturellen Verbindungen beider Städte gegenüberzustellen, war von der Euphorie, das Wort ist von Carsten ganz richtig gewählt, der neuen Offenheit getragen. Essentiell war, dass die jeweiligen Partner die eigene Kunst aus eigener Sicht zeigen. Also auf Augenhöhe war der Plan. Die rund 5000 Exponate sollten für den wissenschaftlichen Austausch sprechen, auch für die Komplexität der Situation. Es war neu und aufrüttelnd für uns Westler, das heute weltberühmte Foto, nächstes Bild bitte, von Jewgeni Chaldai, auf dem die rote Fahne über den Reichstag gehisst wird, im wiedervereinigten Berlin zu zeigen. Das denkt man heute gar nicht. Vor 30 Jahren war das schwierig. Es war schwierig, direkt nach Perestroika zu sagen, ja, wir sind befreit worden von der Sowjetunion. Das war ein ganz problematischer, wir haben darüber wochenlang diskutiert. Es war neu, unbekannte linke deutsche Grafik der 1920er Jahre aus den Depots Moskauer Museen entdecken zu dürfen. Es war neu, die sogenannte stille Kunst der 30er Jahre, von der wir keine Ahnung hatten, zu sehen, die eine Entsprechung in unserer inneren Emigration fand. Während wir künstlerische fragwürdige Kunstwerke aus der Zeit des Nationalsozialismus als Zeitdokumente zeigten, was auch nicht einfach war im Jahr 1995, lernten wir die zeitgleichen hochwertigen Kunstwerke eines Alexander Denikas kennen. Unsere russischen Partner entdeckten, dass es mehr als den Expressionismus in Deutschland gab, und auch wie facettenreich die 20er Jahre waren. Nächstes Bild bitte. Zum Beispiel, ich hatte vorhin auch Dada erwähnt. Dada war
kein Thema. Das war nicht irgendwie sichtbar groß gewesen in Kunstabhandlungen, in der Kunstwissenschaft und wurde erstmal auch abgetan als, ach, das ist ja gar nicht so bedeutend. Und ich habe nur dieses Bild gewählt, weil es ja auch um, aber das ist eine längere Geschichte, weil es auch um Tadlin, um das Missverständnis der deutschen Künstler damals, worum es geht mit der Kunst Tadlins, mit der Maschinenkunst Tadlins. Während wir gerne ein Kapitel zum Hitler-Stalin-Pakt und seinen Auswirkungen ausgearbeitet hätten, war dies auf russischer Seite gar nicht erwünscht. Ja, das gab's nicht. Also eine in irgendeiner Form Kooperation mit dem Faschisten war nicht möglich. Und Hitler-Stalin-Pakt gab's nicht. Das hieß Molotow. Ribbentrop, wenn überhaupt. Ja. Der Gulag durfte, sollte kein Thema sein. Auschwitz allerdings fand mit einem Text von Martin Walser auf unser Drängen hin Platz im Katalog. Also wir konnten nicht bis 1950 gehen und das nicht in irgendeiner Form thematisieren. Stalin blieb unangetastet. Die Teilung Deutschlands war kein Thema, die Gründung der NATO sowie der Warschauer Pakt fanden keine Erwähnung. Der Tenor am Ende der Ausstellung war der Sieg über den Faschismus, nie wieder Krieg und der Wiederaufbau der beiden zerstörten Städte. Man sprach nicht über das Ungleichgewicht der beteiligten Partner. Das 1912 geöffnete Puschkin-Museum war die mächtigste Kulturinstitution Moskaus mit unglaublichen Sammlungen. Dafür konnte die erst 1976 gegründete Berlinische Galerie mit ihren interdisziplinären Beständen doch vieles zum Thema auf Berliner Seite beitragen. Die Ausstellung war von Politik und Wirtschaft sehr erwünscht. Die Grundfinanzierung stammte von der Stiftung Deutscher Klassenlotterie in Berlin und dem Auswärtigen Amt in Bonn. Sponsoren waren Daimler-Benz, IBM, das Hotel Kempinski, das gerade im Joint Venture mit dem Baltschuk in Moskau neu eröffnet hatte, Lufthansa, die Alpha Bank und die Bank Stolichny. Es wurden keine Leihgebühren verlangt, was einmalig war in so einem Riesenrahmen damals von Ausstellungen und das hatten wir der Direktorin des Puschkin-Museums, Frau Antonova, zu verdanken, die sich da sehr, sehr gründlich dafür eingesetzt hat. Nächstes Bild bitte. Der Katalog wiegt 3,7 Kilo, das rote Buch, was wir vorhin gesehen haben. Die lange Liste von über 50 Autoren, und da hoffe ich, dass wir sie noch groß kriegen, das hat der nette Techniker perfekt, wird schon irgendwie. So, die lange Liste von über 50 Autoren spiegelt die Bemühungen, objektiv und gleichberechtigt zu sein. Die Suche nach einer namentlichen Erwähnung der Kuratorinnen bleibt jedoch vergeblich, ist nirgends im Katalog zu finden. Soweit ich mich erinnere, lag das an einer einsamen Entscheidung des Direktors der Berlinischen Galerie, Jörn Merkert, der wohl befürchtete, dass die deutlich längere Namensliste auf deutscher Seite nicht im Sinne einer gleichwertigen Organisationsstruktur war. Und das wollte er unbedingt nicht sichtbar machen. Im wissenschaftlichen Austausch, da könnte ich auch sehr viel drüber sprechen, entstanden enge Freundschaften, die bis heute bestehen. Es war für uns als Kuratorinnen und Mitarbeiterinnen eine sehr, sehr aufregende Zeit, also langweilig und einfach war das auf keinen Fall. Das Geleitwort wurde auf deutscher Seite vom regierenden Bürgermeister von Berlin, Eberhard Diepgen, unterzeichnet. Auf russischer Seite sowohl von Juri Luschkow, Bürgermeister von Moskau, als auch von Jewgeni Sidorow, Kultusminister von Russland. Davon, also vom Geleitwort, zitiere ich den letzten Absatz.
Zwischen unseren beiden Ländern, unseren beiden Hauptstädten, existierten jahrhundertelang kulturgeschichtliche Bande. Zwar gab es viel Bitteres und Tragisches in unserer gemeinsamen Geschichte, aber es besteht kein Zweifel, dass wir durch gemeinsame Anstrengungen alle historischen Widersprüche überwinden und als gute Partner beim Bau des neuen europäischen Hauses ohne Kriege und Gewalt ins nächste Jahrtausend gehen werden. Das deutsche Vorwort trug den Titel »Ein Brückenschlag für die Zukunft«. Der Textbeitrag der seit 1961 regierenden Direktorin des Puschkin-Museums, Irina Antonowa, wandte sich argumentativ gegen die damaligen Forderungen für die Herausgabe von Beutekunst. Sie habe beispielsweise in den 50er Jahren schon vieles an Dresden zurückgegeben, beispielsweise, und die Deutschen hätten doch so viel in Russland in der UdSSR zerstört und kaputt gemacht. Das sei ein Glück, dass diese Sachen noch existierten, aber das wäre es jetzt. Also es war sehr tolerant. Man sagt, okay, gut, wenn es für dich ein No-Go ist, dann ist es so. Ja. Das Schlusswort wurde dem Dichter Jewgeni Jewtuschenko überlassen. Sein Beitrag beginnt so, ich zitiere, Pablo Neruda sagte einmal im Scherz zu mir, weißt du, es gibt 5 Bedingungen dafür, sich in einer fremden Stadt heimisch zu fühlen. Man muss dort wenigstens einen guten Freund finden, sich wenigstens einmal verlieben, einem nahestehenden Menschen begraben, wenigstens einmal krank und wenigstens einmal bestohlen werden. In diesem Sinne wurden viele Russen in Berlin heimisch und viele Deutsche in Moskau. Der letzte Absatz Jewtuschenkos lautet, die Parteibürokratie der Sowjetunion und der DDR teilte Berlin durch eine beschämende Mauer. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass auch Hitler daran mitgebaut hat. Die russische und die deutsche Intelligenz haben die Mauer niedergerissen. Menschen wie Andrei Sacharow, unterstützt von Michail Lomonossow und Kant, Beethoven und Schostakowitsch, Goethe und Pasternak, Thomas Mann und Wassily Grossmann, Otto Dix und Wassily Kandinsky. Jetzt habe ich den Faden verloren. Haben also die Mauer niedergerissen. Die Vergangenheit eilt aus der Zukunft der Gegenwart zur Hilfe. Die Zukunft ist für uns noch eine fremde Stadt. Denken Sie an Pablo Nerudas 5 Bedingungen, um uns in der fremden Stadt heimisch zu fühlen. Im Rahmen der sogenannten russischen Avantgarde hätten Künstlerinnen wie Kasimir Malewitsch, 1878 in Kiew geboren, polnische Eltern, ab 1904 künstlerische Ausbildung in Moskau, oder Alexandra Exter, 1882 in Bialystok, heute Polen, geboren, Eltern aus Belarus, Ausbildung in Kiew, spätestens seit 1991 durchaus als Ukrainerinnen und nicht Russinnen eingestuft werden können. Sie sind dennoch weiterhin hartnäckig, völlig undifferenziert der russischen Avantgarde zugeordnet worden, so auch in unserer Ausstellung. Für die deutsche Transkription von Eigennamen, nur als Anmerkung, Eigennamen auch aus der Ukraine, wurde die russische Schreibweise rigoros als Basis genommen. Nächstes Bild bitte. 1993 zeigte die Villa Stuck in München die Ausstellung Avantgarde und Ukraine. Joanne Bernie-Danska, die damalige Leiterin, betont im Katalog, dass eine nationale Zuschreibung von Künstlerinnen schwierig sei und dringender Erforschung bräuchte. Da haben wir ja viel davon gesprochen heute. Sie stellt fest, dass, ich zitiere, die Geschichte der Avantgarde in der Ukraine eine Geschichte der Gewalt und der kulturellen Säuberung sei, Zitat Ende, und fragt nach den Optionen einer Zuordnung. Sind die Künstlerinnen Ukrainerinnen, weil sie dort geboren sind oder weil sie den größten Teil ihres Lebens dort verbracht haben? Geht es um den Ort der Entstehung des Kunstwerkes bzw. den Ort der Inspiration oder um eine stilistische Einordnung?
2002 schreibt der Slawist Miroslav Skandri, dass Malevich selbst sich entweder als Ukrainer oder Pole herausgab, je nach Absicht, verneinte im späteren Leben jedoch jegliche Nationalitätsangabe. Reinterpreting Malevich, Biography, Autobiography in Canadian American Slavic Studies erschienen. Malevich starb 1935 in Leningrad. Skandris Buch von 2019, Avantgarde in Ukraine, 1910-1930, Contested Memory, sucht nach neuen Wegen von Identitätszuschreibungen für ein Land, dessen seit dem 13. Jahrhundert bewegte Geschichte zu einer multiethnischen Bevölkerung geführt hat. Das wird besonders relevant, wenn die politischen Strukturen des Landes bzw. der Nachbarländer sich ständig ändern und zu Repression, Emigration und Flucht führen. Nächstes Bild bitte. Bei den Vorbereitungen zu Berlin-Moskau, Moskau-Berlin stellte sich immer wieder die Frage nach dem kulturellen Austausch mit anderen Städten. Also ist Berlin-Moskau pertinent oder müsste man da Wien, München, Dresden, Paris, Leningrad bzw. St. Petersburg befragen? Kiew bzw. Charkiw fanden keine Erwähnung. Jewgeni Chaldai wurde 1917 in Donetsk in einer jüdisch-ukrainischen Familie geboren. Erst Volland berichtete vor kurzem in der Berliner Zeitung, wie ein Auktionshaus das Foto des Motivs vom Hissen der sowjetischen Fahne auf dem Reichstag ablehnte, wegen merkwürdigem Beigeschmack. Chaldai sei zwar Ukrainer, jedoch Ostukrainer. Dankeschön. So. Dann bitte ich unsere Diskutanten. Auf das Podium. Ich hoffe, Georg Schöllhammer ist noch da. Ich bin noch da, ja. Helen habe ich ja schon vorgestellt. Und während wir hier die letzten Justierungen vornehmen, stelle ich schon mal unsere Gäste vor. In der Mitte Herrn Kuseinov, Kasan Kuseinov, der wurde 1953 in Baku geboren, in Aserbaidschan. Er studierte und promovierte in Moskau über Altphilologie und seit 1990 ist er in Deutschland, zunächst als Alexander von Humboldt Forschungsstipendiat, später als wissenschaftlicher Mitarbeiter, Privatdozent, Gastprofessor an den Universitäten Bremen, Bonn und Basel und als Journalist bei der Deutschen Welle. Seit 2007 unterrichtet er Altphilologie, Rhetorik und Sprachphilosophie an der Moskauer Staatsuniversität, Hochschule für Wirtschaft und schreibt Sprachkolumnen für Radio France Internationale. Lebt heute mit seiner Frau, der Kunsthistorikerin Marina Dmitrieva, in Leipzig. Volo Bevza, geboren 1993 in Kiew, lebt und arbeitet in Berlin und Kiew, zurzeit als künstlerischer Assistent an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee, wo er auch Meisterschüler bei Friederike Feldmann ist. Das ist auch ein Grund übrigens, zumindest diese berufliche Tätigkeit, weshalb er heute hier bei uns weilen kann. Denn wie wir wissen, sind viele Männer in seinem Alter auch als ukrainische Staatsbürger gehalten, der Ukraine möglicherweise im Land selbst zu dienen. 2015 kam Volo mit einem DARD-Aufenthaltsstipendium für 2 Jahre nach Deutschland. Zuvor hatte er Bühnenbild an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Kiew studiert. 2018
folgte das Diplom in Malerei an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Und last but not least, Georg Schellhammer. Er ist natürlich, ich muss eigentlich gar nicht so viel zu ihm sagen, weil er schon so bekannt ist, aber trotzdem möchte ich einige Dinge aufzählen aus seiner Biografie, die ihn doch wirklich als Gesprächspartner in dieser Runde so prädestinieren. Zunächst, er lebt und arbeitet in Wien, hat sich zugeschaltet, weil er kurzfristig wegen Erkrankung nicht reisen konnte, aber jetzt ist er da. Mit Hedwig Sachsenhuber hat er ja im Jahr 2014 die Leitung der zweiten Kiew-Biennale übernommen von Boris Greuß und Maria Lind, die sich vom Direktorat zurückgezogen hatten, was gleich auch noch kurz ein Thema vielleicht sein sollte. Er ist aber auch zusammen mit Hedwig Sachsenhuber Chefredakteur und Mitbegründer des Magazins Springerin, des Kunstmagazins Springerin, Hefte für Gegenwartskunst in Wien. Er ist aber auch Leiter der Research-Plattform Transit@ und auch des Research-Projekts Parallel Modernities, Architecture in the Margins of Soviet Empire in Frankfurt und Berlin, Leiter des Projektes Sweet 60s, a Joint Research Initiative on Late Modernism, on Neo-Avantgarde in Central and West Asia, the Caucasus, the Middle East and North Africa, based in Istanbul and Vienna. Mitbegründer des internationalen Research Projects Post-War Avantgarde in Ljubljana, Barcelona, Vienna und hat zu zahlreichen mittel- und osteuropäischen KünstlerInnen geforscht, wie Kwikulik zum Beispiel oder auch Julius Koller. Er ist Board-Member bei der Kunstsammlung Erste Bank und der Erste Foundation in Vienna und war auch 2005 bis 2007 Mitherausgeber oder Chefredakteur des Dokumenta 12 Magazins. So, jetzt komme ich mal dahin. Augenblick, ich nehme mir mal mein Mikrofon. Das geht schon, ich setze mich hier vor die Bücher. Herr Gusejnow, ich wollte an Sie die erste Frage gern stellen, wenn Sie jetzt nochmal, wenn wir jetzt das nochmal erinnern, was Helen gerade so illustra ausgeführt hat, wenn wir das nochmal so wirken lassen. Die Älteren von uns waren ja direkt Zeitzeugen dieser Nachwende-Euphorie. Das scheint sozusagen ja auch mit gewissen Hoffnungen verbunden gewesen zu sein auf die neue Ära jenseits des Kalten Krieges. Wie wirkt das aus heutiger Sicht auf Sie, was wir da eben gehört haben? Zuerst möchte ich mich bedanken für diese Einladung. Das ist sehr wichtig für mich. Es war auch sehr interessant zuzuhören, wie man heute diese Verbindung Ost-West innerhalb von der deutschen Kunst versteht. Aber Sie fragen nicht danach, Sie fragen, was denke ich als Zeitzeuge der Ereignisse von Perestroika? Und was denke ich daran, was heute passiert? Ja, ich denke ja auch, wie wirkte dieser kulturelle Austausch damals, Kultur als Medium dieser Euphorie? Und meine Antwort wird nicht sehr kurz sein, obwohl ich verstehe, wie wenig Zeit wir haben. Als ich aufgehört habe, in Bremen zu arbeiten, an der Forschungsstelle Osteuropa, haben wir im Jahre 2007 einen Katalog herausgegeben, Samizdat aus Osteuropa und aus der ehemaligen Sowjetunion. Und damals, 2007, hieß die ehemalige Sowjetunion, das sowjetische und das alte russische Imperium, Russland. Und da waren alle zusammen, unter einer Decke. Ungarn, Tschechoslowakei, Polen und die DDR. Das war ein Raum. Und das war vor 13 Jahren. Und innerlich war das ein Raum, weil wir alle mehr oder weniger gleich dachten. Nur eine ganz kleine Kleinigkeit war da. Zwischen Russland, in Klammern Sowjetunion, und Deutschland und Polen gab es auch ehemalige Sowjetrepubliken, baltische Staaten,
die waren nicht präsent. Ukraine, die war nicht präsent. Weißrussland oder Belarus, sie war auch nicht präsent. Das heißt, Deutschland damals in den Jahren 2007, 2006 hat Ukraine gar nicht gesehen. Es gab keine Ukraine in diesem Land. Und deswegen auch im Jahre 2014 hat Deutschland nichts notiert und nichts verstanden und nichts gelernt. 8 Jahre später, heute, versteht man auch in Deutschland, Gott sei Dank, dass im Jahre 2014 Russland Ukraine angegriffen hat und durch Zufall Krim so friedlich erobert hat. Aber Donbass war schon was anderes. Das heißt, Unterschied ist, wir sehen heute, dass an der Stelle der ehemaligen Sowjetunion und des ehemaligen Russischen Reiches steht ein ganz neues Russland als Nationalstaat, der sich alte Teile der ehemaligen Sowjetunion aneignen will. Und das ist natürlich für viele etwas ganz Neues. Es ist vielleicht nicht ganz neu für mich persönlich, durch meine Beschäftigung mit der Materie, aber für viele Menschen in Deutschland ist es was ganz Neues. So würde ich auf Ihre Frage antworten. Verstehe. Herr Schöllhammer, wenn wir das jetzt hören, Sie haben gemeinsam mit Hedwig Sachsenhuber 2014 die zweite Kiew-Biennale, ich hatte es eben schon erwähnt, übernommen. Boris Groys, Maria Lind hatten sich vorher zurückgezogen, ja, in einer, wie sich dann ja schnell zeigen sollte, historischen Situation. Es gab die Proteste des sogenannten Euromaidan in Kiew, die dann blutig niedergeschlagen wurden, kurz darauf den russischen Einmarsch auf der Krim. Die Kiew-Biennale verlor dann ja auch ihre Ausstellungsorte und wurde in einige westeuropäische Städte verlagert. Mich würde jetzt zunächst einfach erst einmal interessieren, was war zunächst Ihre Motivation, die Kiew-Biennale zu übernehmen? Was hat Sie daran besonders interessiert? Dann, wie haben Sie die Zeitstimmung in Kiew erlebt, die Schwierigkeiten bei dieser Biennale und auch diese Verlagerung der Biennale in andere Städte? Ach, das sind, hören Sie mich, hören Sie mich, ich muss Sie bestens. Hören Sie mich jetzt sehr, hören Sie. Ja. Also, das sind sehr schwierige Fragen, ja. Ich habe jetzt eine Rückkopplung, das ist ein bisschen schwierig für mich hier. Aber ich versuche es trotzdem zu sagen, ja. Boris Groys hatte sich schon damals zurückgezogen, weil er in Kiew antirussische Sentimentalitäten sah. Und Maria Lind war in einer schwierigen Situation, weil sie damals angeklagt wurde, dass sie mit Oligarchen zusammenarbeitet. Also wir haben dann gesagt, wir nehmen das natürlich gerne, weil wir seit den frühen 2000ern mit einem sehr, sehr wichtigen Forschungskollektiv zusammengearbeitet haben. Das war das Visual Culture Research Center an der Molyneux Universität, die versuchten gewissermaßen Diskurse in die Ukraine zu kopieren, die dort wichtig waren. Aber ich möchte vielleicht auch zu dem, was vorher gesagt wurde, noch was sagen. Osten, was ist der Osten? Ja, der Osten ist auch eine schwierige Figur. Ja? Wir könnten den Osten auch in China denken und dort ist auch nicht klar, ob sich das Modell sozusagen von europäischer Gegenwartskunst durchsetzt. Wir könnten den Osten auch in Indonesien denken. Klarerweise jetzt mit der Documenta und uns wäre auch nicht ganz klar, welche Bruchlinien sich da auftun. Und wenn wir die Ukraine denken, ist es umso komplizierter, oder wenn man Osteuropa denkt, ist es umso komplizierter, weil Osteuropa ist ja eigentlich eine heuristische Kategorie gewesen, die sich erst nach 1989 in Wirklichkeit als Kunstfeld etabliert hat. Wenn Sie Osteuropa vor 1989 anschauten, in Polen in den 70er Jahren gab es so etwas wie eine sozialdemokratische Kunst, die vergleichbar war mit Jugoslawien. Das gab es in Rumänien, das gab es in
Bulgarien, und das gab es vor allem in der Tschechoslowakei, wo die bleiernen Jahre nach 1972 regierten, gar nicht. Also ich glaube, es ist ganz interessant, sich mal vorzustellen, was der Osten denn für uns überhaupt sein könnte und welche Projektionen wir in den Osten haben. Gab es denn damals, wenn ich zwischenfragen darf, auf diese Kiew-Biennale, die Sie dann kuratiert haben, gab es da irgendwelche Reaktionen, irgendwelche Rezeptionen im Westen, die die kritische Situation, in die das Ganze hineingekommen ist, schon irgendwie reflektiert haben? Ja, das gab es. Und die Kiew-Biennale war ja, das haben Sie ein bisschen falsch gelesen, wir hatten 17 Orte in Kiew, immerhin von der Akademie bis zum Museum. Also es gab da schon Rezeptionen. Die Rezeptionen waren schwierig, weil man auch nicht verstand, was die Ukraine ist. Die Ukraine, ich habe in meiner Bildung nichts gelernt, dass Babychar zum Beispiel das größte Pogrom, der größte Massenmord an Juden war. Ich habe nichts gelernt, was der Holodomor ist. Und das muss ich mir alles erkämpfen. Andererseits habe ich auch nicht gelernt, zu verstehen, was Kiew für eine Ankerstadt ist. Ja, für eine Ankerstadt, die über eigentlich 1000 Jahre zu vermitteln hatte zwischen drei verschiedenen, ganz verschiedenen, und da bin ich eigentlich noch ein bisschen in der französischen Revolution verbunden, zu vermitteln hatte zwischen dem Ottomanischen, dem Russischen und dem Europäischen. Und uns war damals auch ganz wichtig, dass wir diese ganz langen Traditionen und Verbindungen zwischen der Kiew-Avantgarde, der Odessa-Avantgarde und Russland darstellten. Denn das ist das, in den 70er Jahren, wenn Sie in die russische Avantgarde schauen, die wir jetzt überall featuren, und da bin ich heute auch ganz dankbar, dass sie das gesagt hat, wo beginnen die Biografien, wo enden die Biografien? Ist jetzt Alexandra Exter eine Kiewer Künstlerin, ist sie eine russische Künstlerin oder ist sie eine Künstlerin, die den deutschen Film der 20er und 30er Jahre ganz befruchtet hat mit ihren ganz frühen Filmen über, also eigentlich bis zu Fritz Lang hat sie den Film befruchtet. Und das war uns ganz wichtig darzustellen. Nochmal ganz kurz, um das Zeitkolorit, um die Zeitstimmung nochmal einzufangen. Wie haben Sie diese Euromaidan-Proteste erlebt? Welche Auswirkungen hatte das für Ihre Arbeit in der Zeit? Das war natürlich schon schwierig. Erstens war natürlich die Annexion der Krim, die erste Annexion eines souveränen Staates über einen anderen, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg gesehen haben. Ich habe am Euromaidan, das habe ich aber schon 2003 gesehen, eine junge Künstlerinnenschaft gesehen, die sich ungeheuer breit gemacht hat für eine demokratische Entwicklung in der Ukraine, die ja immer ein multiethnischer Staat war. Und für die war diese Multiethnizität ja auch ein Gewinn. Man konnte sagen, man ist ein Staatsterritorium, aber man ist nicht sozusagen ein nationales Territorium, wie man es aus den westeuropäischen Geschichten gewohnt ist. Und das war sozusagen das Besondere dieser damaligen Ukraine, aber ich habe dann auch schon gesehen, dass sich natürlich auch Nationalismen dort breit machen, und das sollte man auch nicht unterschätzen, und dass es ein großes Konfliktpotenzial zwischen dem Osten der Ukraine gab und dem Westen der Ukraine gab, die ja auch lange voneinander getrennt waren, auch durch Deutschland voneinander getrennt worden. Der Westen der Ukraine war ja im Zweiten Weltkrieg durchaus auch pro-Nazi. Also das ist eine ganz gefälschte Landschaft. Und wenn Sie sich das auch kulturhistorisch vorstellen, im Westen der Ukraine sind die Juden alle ermordet worden im Lviv, der großen jüdischen Stadt in Lemberg. Und das ist dann russifiziert worden. Also es ist eine ganz gefälschte Landschaft, die sich ganz schwierig darstellt. Dass dieser Nationalismus sich jetzt wieder entwickelt, ist natürlich eine Konsequenz des Krieges. Holubevtsa, Sie sind 2015 nach Berlin gekommen mit diesem Stipendium. Mit 22 Jahren davor hatten Sie schon eben dieses Studium, das ich erwähnt hatte, für Bühnenbild an der Kunstakademie Kiew absolviert. Wie erinnern Sie sich jetzt an diese Zeit, 2014, 2015?
Wie war das für Sie auch, dieser Umschwung? Ja, und wie haben Sie dann Deutschland erlebt? Ja, vielen Dank für die Frage. Und natürlich vielen Dank für diese Podiumsdiskussion und überhaupt das Thema. Und vielen Dank für das Thema, dass das Thema jetzt auch das Thema für eine Podiumsdiskussion geworden ist. Die Interesse an die Ukraine, also finde ich, das ist gerade ganz wichtig und liegt mir im Herzen. Genau, als ich 2015 nach Deutschland gekommen bin, ja, ich kann irgendwie nichts Besonderes jetzt erwähnen, also das war ganz natürlich und alle bekannten deutschen Maler haben wir sowieso schon gekannt, wie Neo Rauch, Kiefer, Baselitz, die ganze deutsche Klasse, also ich habe Malerei studiert, daher habe ich natürlich alle bekannte deutsche Maler schon damals irgendwie so gut studiert, also es gibt auch ganz viele Bücher in der Ukraine, also das wird alles hervorgebracht, das kannte ich alles, das war irgendwie ganz natürlich und ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass ich jetzt eine Linie überschritten habe zwischen Ost und West oder sowas, doch das war gerade ganz natürlich auch in Weißensee zu studieren, wo in der Kunsthochschule Weißensee auch Zeichen von der Diktatur in Form von Wandmalerei immer noch präsent sind, also diese Geschichte von der DDR, die Geschichte von Diktatur, und zwar zwei Diktaturen tatsächlich, ist immer noch präsent und das war für mich irgendwie so ganz natürlich, jetzt da zu studieren und da meine Ausbildung weiter fortzusetzen. Wegen der Frage mit der Ukraine und Interesse an die Ukraine, die jetzt, wie Sie gut gesagt haben, vor 10 Jahren noch gar nicht da war, ich glaube, da ist ein Problem mit der Perspektive, die gerade in der Kunst auch so vorherrscht. Und zwar mit der, also ich glaube, man muss das deutsche Sicht auf ukrainische Kultur tatsächlich dekolonisieren. Also man ist daran gewöhnt, jetzt auf die ukrainische Kultur durch russische koloniale Augen zu schauen. Und man nimmt tatsächlich die russischen, die Schreiben von russischen Kunstwissenschaftlern, die auch viel Propaganda in sich haben, jetzt als Wahrheit. Und dadurch entstehen so Sachen wie zum Beispiel, man kommt in Ludwig-Museum Köln und man liest Kasimir Malevich, russischer Avantgarde-Künstler. Dasselbe liest man dann auch in Tate. Also in Tate gab es eine große Ausstellung, wo Kasimir Malevich auch als russischer Avantgarde-Künstler bezeichnet wurde, wobei da auch Zaha Hadid als Teil der Ausstellung präsent war. Und sie wurde ebenfalls, also sie wurde als irakisch-britische Künstlerin bezeichnet, nicht als britische Künstlerin. Also wenn man jetzt die aktuelle europäische Kriterien einsetzt, da ist Malevich kein russischer Künstler in dem Sinne. Und zwar, der wurde in Kiew geboren und dann auch in Kiew die erste Kunstausbildung gemacht bei einem ganz bekannten ukrainischen Maler, Pimonenko. Und erst dann nach Russland gezogen, da auch studiert. Und das Bild, was Sie da gezeigt haben, das fand ich auch ganz gut. Das Titelbild von der Publikation, die Arbeit von Malevich, die ist ja tatsächlich auch in der Zeit entstanden, wo er in dieser Akademie in Kiew gelehrt hatte, wo ich auch studiert habe. Also das ist tatsächlich, der hat in Kiew auch gelehrt als Professor und dieses Bildzyklus ist ja auch in der Ukraine entstanden und sollte angeblich auch ein ukrainischer Bauer abbilden, die gerade von Terror sehr stark geleitet haben. Genau, also man muss die Sicht dekolonisieren, man muss die Geschichtsschreibung dekolonisieren in dem Sinne. Ja, ich wollte aber nochmal nachfragen, also weil jetzt immer davon die Rede war, die Deutschen wussten so lange nichts überhaupt, für die Deutschen gab es die Ukraine vielleicht gar nicht eine Zeit lang. Hatten Sie da nicht irgendwie dieses Gefühl der Befremdung sozusagen, oder die Ihnen auch entgegenschlug in gewisser Weise? Sie sprachen jetzt von selbstverständlich. Ich erinnere mich noch, wie in den ersten 2000er Jahren noch Kuratorinnen und KünstlerInnen davon sprachen, die also aus
Mittel- und Osteuropa sozusagen kamen, aus Bulgarien oder aus Rumänien oder aus Polen, die in Deutschland waren und sagten, natürlich ist es eine große Sache, jetzt an westeuropäische Institutionen eingeladen zu werden, aber wir müssen uns immer für unsere Herkunft erklären. Es ist keineswegs so selbstverständlich, wie wenn ein Kollege oder Kollegin aus Frankreich oder aus USA oder aus London da wäre. Wir müssen auch immer vorbuchstabieren, weil niemand irgendetwas weiß. Niemand kennt diese Länder. Aber so scheint es ihnen nicht gegangen zu sein. Ja, meine persönliche Geschichte ist da was anders, weil das fand ich sogar als Vorteil, dass niemand meine Vorgeschichte kennt oder so. Und ich kam da aus Ukraine und ja, das war irgendwie auch irgendwie gut, das irgendwie neu zu starten. Aber ich war schon mit deutschen Kunst längst befreundet. Mein Vater ist Künstler und da erinnere ich mich auch als Kind, da standen bei uns Bücher deutsche Kunst, englische Kunst, auch auf Deutsch. So große Ausgaben. Also es war irgendwie normal jetzt. Also da habe ich mich irgendwie als Teil Europas gefühlt, noch seit Kindheit. Es gab für mich keine Grenzüberschreitung in dem Sinne. Es gab, was mich eher genervt hat, waren die bürokratischen Sachen bei der Ausländerbehörde die ganze Zeit, aber nicht die Kultur an sich, sozusagen. Helen, ich habe mal eine ganz provokative Frage, jetzt auch nach deinem Vortrag. Hast du den Eindruck, kulturelle Austauschprojekte, tragen die wirklich zum besseren Verständnis bei oder sind das eher so Einbahnstraßen, wo jede Seite möglichst irgendwas für sich rausschlagen will und man sich so gegenseitig versucht, eigentlich aneinander vorbeiredet? Ich glaube, du hast ganz recht. Also ich meine, wir haben das, ich habe es versucht sehr kurz zu halten aufgrund der Zeit und so weiter und so fort, aber ich habe trotzdem Sachen herausgepiekt, dass es hat eigentlich, also wir haben der Wirtschaft genutzt, wir haben dazu beigetragen, dass Gas aus Russland geliefert wurde und gerade noch wird. Wir sind benutzt worden, also die Kultur, der Austausch ist benutzt worden für ganz, ganz andere Zwecke. Und deshalb wurde auch einiges irgendwie unter einer Decke gehalten. Und obwohl wir eigentlich eine Autonomie als Wissenschaftler hatten, hat das nicht viel genutzt. Also die Ausstellung ist von 305.000 Menschen gesehen worden. Das ist eine ganze Menge für Berlin, ja. Liebeskind war unser Ausstellungsarchitekt, also es gab ja ganz, ganz lange Sachen, aber ich glaube, du hattest in der Einführung gesprochen von Naivität, also ich glaube, dass eigentlich im ganzen Projekt, im Ansatz auch eine gewisse Naivität da war, die damals, aber es ist auch retrospektiv gesehen sicherlich, aber wir waren einfach in dieser Euphorie gefangen. Das Projekt war schon seit 10 Jahren irgendwie angedacht worden und so weiter und so fort. Und es ging auch da hatte sich die Zeit gewandelt, dass 1985 war die Situation auch eine ganz andere und es war eine Neugierde auf diese Kunst, die man nicht kannte, die man nicht gesehen hatte und es war schon sehr ehrlich gemeint, dass und wir haben ganz, ganz vieles entdeckt, also das war schon so, aber vom Projekt insgesamt gesehen, wir haben allen anderen was genutzt und das war ein Missbrauch der Kultur, würde ich heute sagen. Herr Gusejnow, Sie haben mal in einem Interview gesagt, vor 22 Jahren war eigentlich klar, dass Putin nichts anderes vorhat, als das, was er jetzt vorführt. Also hätte man es da schon sehen können oder sehen müssen? Wer wollte? Ja, das konnte man sehen eigentlich Mitte der 90er Jahren. 96, 97 und es ging nicht darum, dass Putin zum Beispiel, damals war er überhaupt ein fast nichts, aber die ehemalige KGB-Offiziere, aber auch ehemalige Stasi-Offiziere von hier, von Dresden, sie waren tätig schon damals und sie wollen ganz klar, und jetzt sagen sie das auch laut, nicht die ehemalige Stasi-Offiziere hier, sie schweigen. Aber die ehemalige KGB-Offiziere in Russland, sie sagen ganz klar, ganz deutlich,
das war ein Irrtum, die ganze Geschichte mit der Auflösung der Sowjetunion. Wir sind Russland, wir sind kein russländisches Reich oder wir sind russisches Reich, wir sind Russland und wir brauchen unsere Länder, die in diesem historischen Zufall an verschiedene Länder dann gegangen sind. Wir nehmen sie so, wie sie sind und wir agieren im Stil des 17. Jahrhunderts. Das ist interessant, Sie haben wunderbar gesagt, Helen, über den Missbrauch der Kultur. Gestern hat Direktor der Ermitage in St. Petersburg ein Interview gegeben, in dem er buchstäblich sagte, ich werde das jetzt zitieren, haargenau, so wie er das gesagt hat, dass im Krieg etwas Gutes ist. Ein Krieg ist das Gute, weil ein Krieg ein richtiges Selbstverständnis gibt, einem Volk und einem Menschen wie ich und Sie. So wie im, und dann hat er gesagt, dann hat er diese beiden Kriege genannt, den 30-jährigen Krieg, wenn jemand vergessen hat, also zwischen 1618, 1648, ja, mit dem Westfälischen Frieden zu Ende gegangen, und dem Ersten Weltkrieg. Und da sagt er, dass er in dieser heutigen Situation, in diesem zweiten, in dieser zweiten Phase der Skytenkrieg, so hat er den Krieg gegen Ukraine genannt, müssen wir gewinnen und ich stehe an der Seite als Kunstmensch, ich stehe an der Seite von unserem Befehlshaber. Das hat der Direktor von Ermitage, der bekannte und hervorragende Historiker, Arabist, Islamwissenschaftler und so weiter, das hat er gesagt, gestern. Und dann kommt die Frage, wie kann man über Kultur und Kunst überhaupt mit so einer Person sprechen, heute, im Jahr 2022. Ich gehe davon aus, dass wir in einer absolut neuen, einmaligen Situation uns befinden und dass wir für diese Situation nicht nur wie die hier sitzen, sondern auch die Staaten, in denen wir sitzen, nicht bewaffnet sind, ja? Und nicht bewaffnet sind. Und deswegen ist es eine Situation, die für Kultur eine besonders schmerzhafte Situation ist, weil diese Situation die Ohnmacht, die unendliche Ohnmacht der Kultur sozusagen hervorhebt. Und das ist natürlich ein gigantisches Problem. Volo? Ja, ich hätte eine kleine Anmerkung. Ich finde es richtig, was Sie sagen. Und ich finde das paradoxal. Und die Paradoxe ist die, dass Kunst, und zwar auch gute Kunst, kann sich ganz gut mit Propaganda vermischen. Und dafür gibt es ganz viele und ganz bekannte Beispiele, zum Beispiel auch Panzerkreuzer Potemkin, ein super Film, also der ist von Eisenstein absolut hervorragend, die ganze fotografische Generation geprägt, auch in der Malerei, und ja, über Filme werde ich gar nicht sprechen, und aber die Geschichte dahinter, die da gezeigt wird, das ist absolut falsch, das ist nicht so geschehen, wie da dargestellt, und dadurch ist es auch Teil von der Propaganda geworden. Und dieses Beispiel ist ja ein Beispiel vor 100 Jahren, sozusagen, also aus 100 Jahren Geschichte. Aber jetzt gibt es auch viele neue Beispiele dafür, wie sich Propaganda, und zwar jetzt russische Propaganda, die Kunst aneignet. Und also nicht nur einzige künstlerische Strategien, sondern auch die ganze, das ganze Ausstellungswesen oder genau, also Kunst nutzt, um bestimmte Messages zu schicken.
Und genau, das ist und der zweite Punkt ist ja natürlich, dass wir sind schon längst Teil von einem Infokrieg, also einem Cyberkrieg, wo wir das auch selber nicht wussten. So vor 5 Jahren hatte man jetzt noch nicht so wirklich verstanden, was ist das eigentlich für ein Cyberkrieg? Wer ist da diese Armee von Leuten, die diese ganze Chatbots programmieren? Und jetzt ist es immer verständlicher. Herr Schöllhammer. Alles schwierig, alles wahnsinnig schwierig. Wenn ich daran denke, wie die europäische Kultur sich um 1910, 1913 dargestellt hat und wie sie sich sozusagen als transnationale Kultur dargestellt hat, sind mir diese Nationalismen, die hier immer wieder auftauchen müssen, natürlich, weil es verständlich ist, nicht ganz verständlich. Ich finde auch, dass, was Sie vorhin gesagt haben, dass der Kulturaustausch immer nur wirtschaftlichen Interessen dient, ist nicht ganz richtig. Ja? Wir haben über die Biennale der letzten 90er und 2000er sehr, sehr viel über andere gelernt. Wir haben verstanden, was andere sein können, aber es gibt natürlich immer wieder Grenzen. Und ich finde im Moment ganz dramatisch zum Beispiel den Facebook-Krieg zwischen russischen und ukrainischen Künstlerinnen. Ja? Künstlerinnen, die like-minded sind, nationalisieren sich. Also das finde ich ein extrem schwieriges Feld, wo man eigentlich sagen müsste, es müsste ein Dialog sein. Ich verstehe die Ukrainer, natürlich. Aber wer sind die Ukrainer? Ich verstehe die Ukrainer natürlich, weil die sind angegriffen und es wird gemordet. Aber auf der anderen Seite gibt es wieder diese Verfestigungen, wie es Rabin auch schon aufgeschrieben hatte. Und ich glaube, dass Kulturaustausch schon eine positive Funktion hat. Ich glaube, dass Kulturaustausch immer schwierig ist, weil man immer in diffuse und auch undifferenzierte Welten schaut. Und ich glaube, dass auch Kolonialismus immer noch ein Thema ist. Also wenn ich mir anschaue, was sich jetzt in diesem ganzen Gespräch über den globalen Süden abspielt, dann ist das doch auch eigentlich ein anderer Kolonialismus, der sich nicht in die Dokumente spiegelt. Ich finde, man müsste da schon differenzierter sein und auf die Künstlerinnen und Künstler hören. Aber möglicherweise ist das auch naiv, was ich sage. Genau, es gibt jede Menge Meldungen. Ich gehe einfach mal von Helen aus und dann machen wir einmal die Runde. Da wollte ich gerne, also ich würde nicht allgemein sagen, dass ich rudere nicht zurück, aber allgemein sagen, dass Kultur natürlich nicht, also aber in diesem Moment, dieses Berlin-Moskau, Moskau-Berlin, da war die ehemalige Sowjetunion ein Brachland für die deutsche Wirtschaft, damit sie enorm Profit machen kann. Und es gab, und da habe ich auch das Beispiel genannt vom Kempinski-Baltschuk von der Kooperation, das war ja von Russland ja eine Bedingung, dass es musste eine Kooperation sein. Es ging nicht einfach da irgendeinen Laden aufzumachen oder so. Und einfach die Namen IBM, Daimler, und große Ketten, das war schon so. Und die Kunst ist immer politisch. Es gab ja meiner Ansicht nach, es gibt natürlich Kunst, die politischer ist, die auch eine politische Aussage beabsichtigt, aber Kunst ist an sich immer politisch. Woher sie kommt, was sie zeigt, ist es monochrom, ist es dies, ist es das, also muss man ja immer in einem Kontext sehen. Und und da würde ich nur sagen, in unserem Fall war die Kunst sowas von drittrangig, die war überhaupt das, was wir als Wissenschaftler, deshalb hat sich auch niemand dafür interessiert. Wir haben auch Potemkin gezeigt und hatten einen großen Filmbereich und so weiter und so fort.
Das war nicht der Punkt. Der Punkt waren die Empfänge, waren also die Gespräche bei den Eröffnungen. So was war das. Das habe ich auch so empfunden, Frau Atkins, als wir die großen Ausstellungen um 1990 der russischen Avantgarde, der 70er Jahre Avantgarde sahen, als wir zum Beispiel eine große, wie auch immer, wir sahen sie und es waren Trophäenschauen. Ja? Es waren eigentlich Trophäenschauen, wie von der Westen zeigt, er hat ein Territorium sich jetzt zurückerobert und diese Kunst im Osten sei nichts anderes gewesen als eine Reflexion auf die Westkunst. Und wenn man dann genauer nachschaute, war es eben ganz genau nicht so. Und diese Differenzierungen sind schon wichtig, aber was wir da bei Europa sahen, was wir bei den großen Kabakov-Shows sahen, ich erinnere mich noch an die Kabakov-Show 1990 in Basel, das war wirklich, als hätte der Westen gesagt, wir haben etwas gefunden, das wir immer waren bei euch und eigentlich waren wir immer ihr und es war wirklich triumphales Harvesten von Dingen und das geschieht mit der Ukraine jetzt auch ein bisschen. Und da muss man auch auf Differenzierung schauen. Die Lieferszene und die Odessa-Szene kann man gar nicht vergleichen. Die Kharkiv-Szene und die Kiew-Szene kann man gar nicht vergleichen. Wir machen jetzt ein Generalsubjekt drüber, ohne die Differenzierungen zu sehen, um sozusagen dieses Motiv stark zu machen. Das finde ich auch schwierig, weil manchmal sind diese Differenzierungen ungeheuer wichtig. Eine lokale Situation und eine lokale Konstellation zu verstehen. Absolut wichtig, d'accord. Ich würde kurz noch einen Schlenker zu Herrn Guseinov machen, weil auch immer dieses Stichwort Nationalismus fällt. Das wird aus Deutsch, was Herr Schöllhammer gerade gesagt hat, ist auch eine Sichtweise, die man in Deutschland immer wieder trifft, dass in der Ukraine eigentlich zwei Nationalismen aufeinandertreffen, dass es ein Krieg zwischen zwei Nationalismen sei. Ich erinnere mich noch gut an die 2000er Jahre mit den Kriegen in Südossetien, Georgien, Abchasien in den 90er Jahren, wo auch die Angelegenheiten der Georgier als nationaler Aufstand sozusagen gegen Russland behandelt wurden beispielsweise. Oder auch nehmen wir die baltischen Staaten, auch da wird immer das Nationalgefühl aus deutscher Sicht sozusagen sehr betont. Das seien alles Staaten, die jetzt ihre nationale Identität wiederherstellen wollten. Ist das für Sie eine adäquate Beschreibung jetzt gerade in Bezug auf den Ukraine-Konflikt? Für die Beschreibung der Ukraine-Konflikt ist der Begriff Nationalismus ein falscher Begriff. Das ist ein vereinfachender Begriff. Ich kann nicht ganz kurz auf diese Frage antworten, aber ich werde mein Bestes tun. Erstens geht es um die Sprache. Ukraine war bis vor kurzem überwiegend ein russischsprachiger Land. Das muss man einfach zugeben. Das war sehr unangenehm für viele Ukrainer. Sehr unangenehm. Aber das ist die Wahrheit. Die Mehrheit der Bevölkerung hat Russisch gesprochen. Im Westen Ukraines, im zentralen Gebiet war man tatsächlich zweisprachig. Aber wenn wir den Osten Ukraines nehmen, da hat man Russisch oder sogenannten Surzhik, eine Mischsprache, gesprochen. Besonders gehasst von vielen, die sich als nationale Denker verstehen. Dann kommt aber die wichtigste Frage. Nach dem Zerfall der Sowjetunion, warum war es so? Warum war ukrainische Sprache unterdrückt, war nicht entwickelt? Weil das ein Teil der russischen Politik war im 19. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert hat man ukrainische Sprache einfach brutal verboten. Und nach der kurzen Zeit zwischen 1921 und 1931 hat man versucht, mit der ukrainischen Intelligenz zu spielen und hat man
diese Sprache geduldet und sogar ein bisschen unterstützt. Aber danach wurden Menschen, die ukrainisch studieren, lehren und lernen wollten, systematisch als Nationalisten verhaftet, in Lager geschickt und so weiter. Und das dauerte bis zu Ende der Sowjetunion. Bis zu Ende der Sowjetunion saßen Häftlinge in Gefängnissen dafür, dass sie ukrainische Nationalisten waren. Aber sie waren keine Nationalisten. Sie wollten ihre Sprache pflegen, ihre Literatur pflegen und so weiter. Und nach dem Zerfall der Sowjetunion hat tatsächlich die KGB-Propaganda, die Propaganda in Russland, und ich studiere das seit 1991, ich habe darüber viel geschrieben und meine Studien sind veröffentlicht. Nicht, dass ich das einfach so hier sage und das ist alles. Hat man die ganze Zeit ukrainische Nationalbewegung, ukrainische Schriftsteller, ukrainische Philosophen, Denker und so weiter, systematisch als Nationalisten bezeichnet und immer wieder systematisch der ukrainischen Nationalbewegung antisemitische Züge sozusagen geschoben. Sie sind Antisemiten, sie sind Nationalisten, sie sind diejenigen, die während des Zweiten Weltkrieges an der Seite von Hitler gekämpft haben. Und durch diese massive Propaganda hat es so ergeben, dass man über ukrainische Nationalisten als über eine Drohung spricht. Und dann kommt Putin und sagt, Ukrainer, es gibt keine Ukrainer, das sind nur Russen. Die verstehen das noch nicht. Wir erklären diesen Menschen, dass sie Russen sind. Und bombardiert Mariupol und Kharkiv und Tscherniw und so weiter. Und diese Menschen verschwinden, zum Teil nach Deutschland. Wir haben 1 Million Flüchtlinge jetzt, vielleicht, ich weiß nicht, 800.000 in Deutschland. Überwiegend russischsprachig tatsächlich. Aber mit dem ukrainischen Selbstbewusstsein, weil es zum Teufel mit der Sprache. Es gibt eine Sache eines Nationalstaates und einer politischen Nation, die kann ukrainisch sein, kann aber russisch sein, kann zweisprachig sein. Und das wird nicht anerkannt seitens Russland. Deswegen erstehen solche Personen wie zum Beispiel der Direktor von Ermitage, der Piotrowski, der redet etwas, wovon er leider Gottes nichts versteht. Und so sind viele Menschen in Russland, auch viele Soldaten, die in die Ukraine gehen und heute Menschen dort töten. Sie gehen davon aus, dass sie Nazis töten. Gefährliche Nationalisten, die russische Sprache verbieten wollen. Ja, da bin ich ganz bei Ihnen. Da bin ich ganz bei Ihnen. Ja, da bin ich ganz bei Ihnen. Aber Nationalismus in der Ukraine hat auch ganz andere Bedeutung. Zum Beispiel die Nachfolger von Kasimir Malevich in Kiew und Avantgarde-Künstler in Kiew und Kharkiv, die werden als Bourgeoise Nationalisten bezeichnet und mit dieser Bezeichnung auch systematisch verdrängt, aus der Kunstszene weggewischt und sogar getötet. Und Bourgeoise Nationalist zu sein, hieß seit 30er Jahren bis zu 60er Jahren und bis zu 80er Jahren tatsächlich auch, hieß es, gute Kunst zu machen. Also wenn jetzt, also die westliche Kunst wurde immer als Bourgeois nationalistisch kritisiert und nationalistisch zu sein, in diesem Kontext, in diesem Informationskrieg, also Nationalismus ist da, bedeutet was ganz anders als hier in Deutschland mit dem Zweiten Weltkrieg und so weiter. Das würde ich auch so sagen. Nichtsdestotrotz muss man die Ukraine deswegen lieben, weil sie eben transnationalistisch war als Staat. Ja? Man konnte im Osten Russisch sprechen, man konnte im Westen Rumänisch sprechen und es war trotzdem eine Ukraine. Ja? Und
Ukrainisch kann man überall sprechen, also alle Ukrainer verstehen. Ja, Ukrainisch kann man auch sprechen, Ukrainisch. Aber, ja, da waren Sie falsch. Da kann ich mit Ihnen leider, da kann ich nicht zustimmen. Seit 90er Jahren, also auch als wir viel gereist sind in der Ukraine, spricht man überwiegend Ukrainisch. Man versteht auch Ukrainisch überall. Es gibt keinen Ort, wo man, also die Russen verstehen kein Ukrainisch. Auch meine Verwandten in Russland, die sogar abgewandert sind, schon länger, die verstehen kein Ukrainisch. Also in Russland, die verstehen nichts, aber in der Ukraine spricht man Ukrainisch, das ist normal. Klar, im Osten gibt es auch viele, die Russisch sprechen. Sie schütteln den Kopf, Herr Schöllhammer. Nein, ich schüttel den Kopf gar nicht. Ich denke nur, dass man sich keinen Nationalstaat im Sinne des 19. Jahrhunderts in der Ukraine wünschen sollte, sondern dass man diese ungeheure Vielfalt dieser wunderbaren Ukraine irrsinnig liebe und die furchtbar angegriffen wurde, auch wahrnehmen muss, dass sie viele Ukrainen ist und dass sie auch sozusagen in den kulturellen Zentren viele Ukrainen war. Wenn Sie denken an den Donbass und Kharkiv, die waren 70 Jahre sowjetisch, das war nicht so in der Westukraine. Und dass sich dieser Staat dann trotzdem als Staat, ich mag das Wort Nation nicht, es gibt etwas Besseres als eine Nation, dass sich dieser Staat als Staat formieren konnte, trotz dieser verschiedenen sozusagen Ethnien, Differenzen und auch Kulturen, das fand ich das Wunderbare an der Ukraine bis 1914 und 2014. Und 2014 gab es dann halt dieses ungeheure Ereignis, dass das erste Mal sozusagen in der europäischen Nachkriegsgeschichte eine Annexion stattfand. Es waren ja auch die Tataren in der Krim wichtig. Denken Sie an dieses berühmte Bild, die Krim-Tataren schenken den Zaren. Das sind alles so verschiedene kleine Geschichten, die man über die Ukraine erzählen könnte. Und natürlich muss sich die Ukraine jetzt als Nation sehen, weil sie etwas zu verteidigen hat, nämlich ihre Souveränität gegen einen Angriffskrieg. Aber trotzdem ist das Schöne an der Ukraine immer gewesen, dass sie eine ganz differenzierte Staatlichkeit hatte. Und wenn man an die Sowjetunion denkt, die Sowjetunion ist spätestens in den 70er Jahren zerbrochen, als alle Republiken ihre die Stalin-Doktrin von national in der Form sozialistisch in der Form national im Inhalt wahrgenommen haben. Also das gab das in Georgien und Aserbaidschan ist das genauso. Und dass jetzt Russland seinen Imperialismus widerspiegelt, das ist eine Geschichte von 400 Jahren. Bevor wir das jetzt vielleicht gleich noch mal kurz öffnen, auch mit den Vorstellungen, wie das in Zukunft vielleicht weitergehen könnte, auch für das Auditorium. Zwei kurze Nachfragen noch mal, eine an Volo. In unserem Vorgespräch hast du eine Bemerkung gemacht, die mich sehr nachdenklich gemacht hat, die ich sehr gut, interessant, hochinteressant fand, weil du sagtest, die Deutschen hätten wahrscheinlich einen so negativen Begriff von Nation oder Nationalität oder Nationalismus, weil sie Kolonialmacht waren. Während die Ukrainer niemals Kolonialmacht waren, sie waren niemals haben niemals irgendeinen Angriffskrieg geführt und von daher ist der Begriff des Nationalen vielleicht auch für sie gar nicht so befleckt. Wie meintest du das nochmal? Ja, genau, das du hast das ganz schon gesagt. Du hast das perfekt ausgedrückt. Ich finde das genau. Also diese, ich glaube, wir haben also in Europa sind jetzt seit 30er Jahren 20. Jahrhundert ganz viele Instrumente entwickelt worden für Dekolonisierung und es muss eine tatsächliche Dekolonisierung von der Perspektive auf ukrainische Kultur stattfinden und dafür muss man natürlich auch das Erforschen ukrainischer Kultur und ukrainischer Kulturlandschaft richtig fördern und mit dem, also auch finanzieren. Ich glaube, das ist das,
Das ist mein Plädoyer natürlich auch in dieser öffentlichen Diskussion. Ich glaube, was man jetzt tun kann, also das Erforschen und die Entstehung von co-koordinierten Ausstellungen natürlich auch ganz wichtiger Punkt. Ja klar, da entstehen ganz viele Ausstellungen wie Moskau, Berlin. Es ist einfacher zu denken, weil also man denkt immer pauschal fast immer, dass alle postsowjetische Länder zu Russland gehören oder Russen sind oder was auch immer. Und das ist tatsächlich nicht so. Und Ukraine war unabhängiges Land auch in der Sowjetischen Union und hatte sogar UN-Stimme und so weiter. Und es gab ukrainische Sprache und Kultur und es gab ukrainische Schulen auch in der Ukraine. Mein Großvater war auch ein Rektor in einer ukrainischen Schule, hat ukrainisch als Sprache auch unterrichtet. Also die ukrainische Kultur hat sich immer Schritt für Schritt zusammen mit europäischen Kultur entwickelt. Also sagen wir mindestens seit Barocco. Also Barocco gab es in der Ukraine, dann Romantismus gab es auch. Also wenn man jetzt über die Romantik spricht, russische Romantik und deutsche Romantik, es gab auch ukrainische, als super gute Maler in der Ukraine, die auch diese Bewegung zeigen. Und dann mit der Moderne, da fängt es richtig an mit ganz tollen ukrainischen Künstlern, die auch in Berlin präsent waren, wie zum Beispiel Dovzhenko ist nach Berlin gereist, ein super wichtiger ukrainischer Filmemacher. Und Malevich hat in Berlin eine Ausstellung gemacht. Also es gibt viele Verbindungen, die man jetzt irgendwie verstärken kann. Und ich glaube, da klärt sich auch die Frage mit dem Nationalstaat und die Idee von Nationalismus in der Recherche ganz gut. Da kann man jetzt einfach sehen. Also ich würde nur zuletzt noch sagen, dass wenn man jetzt auf deutsche Parlament anschaut, da sind ja die Rechtsradikale ganz präsent. Aber wenn man auf das ukrainische Parlament anschaut, es gibt keinen einzigen Prozent von Rechtsradikalen da. Also selbst da, wenn man jetzt danach messen kann, ist es schon ein bisschen übertrieben, jetzt darüber zu reden. Also es ist auf jeden Fall Teil des russischen Propaganda und Informationskrieges, Ukraine als Nazis und Rechtsradikale zu beschreiben. Herr Gusejnow, Boris Groys hat auch in diesem einen Artikel jetzt in Lettres Internationales die These aufgestellt, Russland sei eigentlich immer auf der Suche nach so einer eigenen kulturellen Identität, die es aber nirgendwo wirklich finden könne, weil Russland vollkommen abhängig sei von westlichen Tendenzen, westlichen Strömungen. Und deswegen sei das Vorhaben Putins, jetzt diese russische Welt zu kreieren, wie er es nennt, eigentlich ein Selbstmordkommando. Würden Sie dem zustimmen? Ja, ich würde das, ich bin damit nicht einverstanden, weil die Frage ist, was wir unter Russland verstehen eigentlich. Und die Tragödie besteht eben darin, dass das genuin Russische in der Kultur, es gibt wohl russische Kultur, es gibt russische Literatur, russische Dichtung, russische Sprache. In dieser russischen Sprache wird auch in Ukraine wunderbare russische Schriftsteller schreiben Russisch. Heute noch, ich weiß nicht wie lange. Es geht eben darum, dass ein primitives Bild des Russischen in den Köpfen der Machthabender, so Geheimdienstler entstanden ist. Und man manipuliert mit diesem sehr primitiven Bild. Und diese Manipulation ist tatsächlich sehr wirksam. Das ist das Problem. Das heißt, ich habe gar nichts gesagt über zum Beispiel Wissenschaft und Wirtschaft. Es gibt viele Elemente im russischen Leben, die sozusagen russisch sind, aber sie tauchen nicht auf.
auftauchen eben diese primitive Elemente, Soldateska, diese geheimdienstliche Denkweise, das taucht auf. In diesem Sinne, einerseits kann man sagen, die sind verrückt oder sie sind verrückt geworden, sie sind wahnsinnig und das ist Selbstmordkommando. Man kann das sagen, aber das ist auch eine Vereinfachung, weil der russische Staat in der Form, die die heutige Russische Föderation hat, hat nie historisch existiert. Eigentlich war Russische Föderation ein alter Ego der Sowjetunion, der alten Sowjetunion. Und nach dem Verschwinden der Sowjetunion haben diese Menschen in Russland, die Machthabende, einschließlich Jelzin übrigens, sie haben gedacht, okay, ein bisschen warten wir und dann kommen die anderen zu uns wieder. Dann werden wir wieder dieses Imperium haben. Aber man kann kein Imperium auf der primitiven nationalen Basis bauen. Und deswegen gibt es keine Sowjetunion mehr. Und deswegen wird es keine Russische Föderation mehr geben. Das ist das Problem. Also das ist die glauben, die Russische Föderation wird sich auflösen? Wird sich unbedingt auflösen, weil diese Föderation innerlich schon von Putin selbst seit 22 Jahren kaputt gefahren wird. Vor 3 Jahren hat Putin zum Beispiel praktisch die Minoritätensprache, die Sprachen der Minderheiten, für unnötig erklärt. Und es gibt ein Gesetz, so im Unterschied zur Ukraine, wo zum Beispiel krim-tatarische Sprache obligatorisch auf der Krim ist, für alle, die auf diesem Gebiet leben. Aber in Russland zum Beispiel tatarische Sprache, Millionen sprechen diese Sprache, nicht mehr obligatorisch ist. Das heißt, in dem Moment, wo die Minderheiten, sie sind vielleicht nur 20% der Bevölkerung, aber die sind da. Auch 2,5 Millionen Ukrainer sind da. In dem Moment, wo diese Minderheiten fühlen, dass russische Armee nicht mehr so allmächtig ist und diese Polizeikräfte nicht mehr so allmächtig sind und diese überall anwesenden Geheimdienstler nicht mehr so allmächtig sind. Und dann werden sie wieder Kopf hoch haben. Außerdem, das muss man auch sagen, die Struktur des Staates in Russland ist dermaßen auf Moskau konzentriert, dass alle anderen Gebiete praktisch alles, was sie haben, an Moskau dann schicken wollen. Die Frage, warum man keine bekannte Künstler in der Sowjetunion hatte, in Kiew oder in Charkow, im Vergleich zu Moskau damals. Die Antwort ist ganz einfach, weil Moskau alles abgesaugt hat. Alles, was irgendwo beweglich war, was irgendwo Wert hatte, musste nach Moskau geholt werden. Und so eine Vorstellung ist natürlich völlig lebensunfähig für meine Begriffe. Deswegen glaube ich, das verschwindet. Herr Sellen, Herr Schöllhaber und die Runde, bitte. Eine kleine Klammer zu Moskau hat alles aufgesaugt. Es war schon aus meiner Sicht historisch gesehen, es war diese Utopie aufzubauen. Es war ein Wunsch von sehr, sehr vielen linksorientierten Menschen, Kommunisten, dieses Land aufzubauen, ein Paradies zu schaffen. Und das ist natürlich ein Argument, was benutzt wird, auch ein Künstler aus Kiew oder eben Malevich zu sagen, ja, der wollte das schon. Also das glaube ich schon. Und dann ist es 1932 irgendwie in die Binsen gegangen. Spätestens, aber es gab nicht nur unsere Euphorie der 90er Jahre, sondern es gab eine Euphorie nach 1917, dass da was Gutes geschieht. Oder würden Sie das nicht so sehen? Ja, Herr Schöllhammer. Ja, ich würde zwischen Russland und der Sowjetunion eigentlich differenzieren wollen. Russland ist eine lange koloniale Geschichte, ja.
Und die Ostkolonialisierung Russlands ist immerhin 700 Jahre alt. Und man braucht nur die toten Seelen mit Gogol zu zählen. Die Sowjetunion, glaube ich, hatte eine innere Differenzierung, die begann spätestens ab den späten 60er Jahren zu brechen, weil sich die nationalen Eliten in den Republiken schon auch über ihre nationalen Kulturen Gedanken gemacht haben. Sie brauchen sich nur die Architekturen anschauen. Sie brauchen sich nur das Manaus-Denkmal in Kirgisistan anschauen. Sie brauchen sich nur einen Herrn von den Israelitern, der armenisch-faschistische Architektur baut, in Armenien anschauen. Sie brauchen sich nur jetzt auch sibirische Freizeittänzen vorstellen. Also ich glaube, was der wildzitierte Boris Groys mit seiner Post-Soviet-Condition nicht verstanden hat, dass es ein koloniales Reich gibt seit 400 Jahren, 500 Jahren. Und dass es aber auch immer der Tendenzen dagegen gibt. Und es ist nie sozusagen ein postkolonialer Diskurs innerhalb dieses Raumes geführt worden. Und da müsste man die Ukraine eigentlich mit hineinnehmen. Ja? Weil die Ukraine hat ein ganz eigenes Selbstverständnis als Nation. Aber sie hat sich auch positioniert natürlich gegen Moskau. Es waren ja nicht, da bin ich mir nicht ganz sicher, dass Moskau alles aufgesogen hat. Moskau hatte auch mit Gegentendenzen zu kämpfen, das möglicherweise aufsaugen wollte, das aber eigentlich ab den späten 60er Jahren nicht mehr regieren konnte. Und das war erstens der Westen, dass man wirkliche Jeans haben wollte. Aber es war auch sozusagen dieses nationale Selbstverständnis, das mit diesem stalinistischen Diktum gekommen ist. Also dieser Bruch der Sowjetunion fand schon viel früher statt. Und diese imperialen Fantasien, die der Putin jetzt haben, sind durch nichts gedeckt in den lokalen Eliten. Weder in Georgien, noch in Kirgisistan, noch in Kasachstan, spürt man es ja jetzt. Noch in allen Durkstaaten, die sich wieder ganz anders gewendet haben. Also ich glaube, das ist ein viel komplexerer Zusammenhang, als dass man nur mit KGB-Eliten verstehen könnte, obwohl die KGB-Eliten, da gebe ich Ihnen recht, natürlich diesen homogenen Komplex geschaffen haben. Und dasselbe gilt für die Kunst. Ja? Es gibt, wenn man diese ganzen Republiken genauer schaut, gibt es relativ differenzierte Kunstlandschaften. Und mit der Ukraine kann man beginnen. Ja? Aber das ist nur jetzt ein Nebensatz gewesen, den ich sagen wollte. Ich möchte mich auch jetzt eigentlich bald aus dieser Diskussion verabschieden. Ich sitze jetzt mit 40 Grad Fieber da und mit einem schwirrenden Kopf. Und es tut mir ziemlich leid, dass ich nicht so präzise sein konnte, wie ich wollte. Aber das Covid hat mich halt stark erwischt. Herzlichen Dank, dass Sie sich so engagiert haben für uns hier und dass Sie dabei waren, trotz allem. Ja, vielen Dank. Wunderbar. Vielen Dank. Wir geben die Diskussion jetzt in die Runde. Danke, Herr Schöllhammer. Wir geben die Diskussion jetzt in die Runde. Wir diskutieren noch ein bisschen weiter. Ich bleibe noch dabei. Aber Sie bleiben noch dabei. Wenn ich ausschalte, dann bin ich weg. Dann wissen wir, dass Sie weg sind. Super, danke. Darf ich noch eine kleine Anmerkung? Ja. Ganz kleine Anmerkung noch zu der Frage, also zum Thema Aufsaugen. Nur ein kleines Beispiel aus 60er Jahren. Ein georgischer Filmregisseur, Parajanov, der in Kiew ein paar Filme gemacht hatte, wurde als bourgeoiser Nationalist verhaftet und dann in 10 Jahren ins Gefängnis gekommen, wobei der Tarkovsky in Moskau ganz gut weitermachen könnte zur selben Zeit. Die waren beide nicht ganz konform in dem Sinne, aber wo in Moskau und bis St. Petersburg man mehr Freiheiten hatte, Tarkovsky könnte man in Kiew... Tarkovsky war nicht schwul. Also in Kiew hatte man auf jeden Fall... Parajanov war schwul.
Stuss war nicht schwul. Also es ist schon ein relevanter Aspekt. Genau, also vieles wurde einfach zerstört. Also wenn nicht aufgesaugt, könnte man einfach Leute wegwischen. An unsere Runde, aber auch eben ausdrücklich wirklich ans Plenum. Vielleicht, dass wir das nochmal öffnen, ob es vielleicht angesichts unserer Debatte auch ein Vorgefühl, eine Art Idee davon gibt, wie diese Situation sich als Austausch weiterführen lassen könnte mit den verschiedenen Staaten, um die es ging, mit den verschiedenen Gesellschaften, insbesondere vielleicht auch mit Russland, aber auch mit der Ukraine. Wie kann der Kulturaustausch der Zukunft aussehen? Angesichts dieser Situation. Gibt es da eigentlich nur Ratlosigkeit? Muss man warten? Also ich glaube, diese These von der Instrumentalisierung des Kulturaustausches, die stimmt ja. Es gibt den jeweils staatlichen Kulturaustausch, der selbstverständlich stark von den politischen Zielsetzungen bestimmt ist und so weiter. Aber ich glaube, dass das eben nicht das Einzige ist, sondern dass auf der anderen Seite immer durch die Kontakte, Sie haben das selbst gesagt von Ihrem Katalog, Freundschaften entstehen und so weiter. Man sah das in Korea. Es gab eine Initiative des Goethe-Instituts in Nordkorea, Filme zu zeigen. Und es war klar, die Leute, die da zugelassen wurden, waren alles Funktionäre. Und die südkoreanische Regierung hat dann das Goethe-Institut bedroht, wenn sie das weitermachen. Ja klar, das Ganze war eine Szenerie, in der eine unmittelbare Aufklärung der Leute, die Filme sahen, überhaupt nicht da war. Aber es hätte Spuren hinterlassen. Und ich glaube, dass man das auch vom Kulturaustausch doch sagen sollte, bei aller Instrumentalisierung. Sie haben vollkommen recht. Und bei aller Verschiebung der Dinge, nicht? Denn wir haben ja auch andere Bilder gehabt von Russland lange, das sind ja nicht nur Selbsttäuschungen, aber die Verschiebungen von historischen Zusammenhängen, die entwerten vieles, was dann gemacht worden ist. Aber ich würde sagen, es hat eine Funktion, die nicht nur instrumentalisiert ist. Sie haben vollkommen recht, wenn ich kurz antworten darf, ist wirklich, also auf der einen Seite ist die Instrumentalisierung und es ist vieles, vieles, vieles in dieser Richtung passiert. Auf der Seite, wir haben das Geld gebraucht, um eine Ausstellung zu machen. Wir waren dankbar um die Sponsoren, um die staatliche Unterstützung und so weiter und so fort. Und der Missbrauch, der bezog sich ganz bestimmt nicht auf die 305.000 Besucher, die wir gehabt haben. Also ich glaube, da ist wirklich in der Tat, es sind zwei Seiten der Medaille. Da ist sehr vieles passiert und wir sind ein ganzes Stück vorangekommen. Nicht nur die Leute im Team, sondern eben die Menschen, die auch teilweise eine Woche lang irgendwie in der Ausstellung sein wollten, weil sie so groß waren und weil sie sich dafür so vieles interessiert haben. Aber man muss auch differenzieren zwischen dem staatlichen Kulturaustausch oder dem Kulturaustausch zwischen großen oder staatlichen Organisationen und dem von freien Institutionen. Sorry. Und hier kann ich ja für die Motorenhalle sagen, also auf der einen Seite der Austausch mit mittelosteuropäischen Künstlerinnen, Künstlern oder auch kleineren NGOs ist einfach für uns was absolut Wichtiges. Was die Beziehung oder was den Austausch mit russischen Künstlern angeht, waren schon seit längerer Zeit für ein Projekt, welches in diesem Jahr im Herbst stattfindet, eine russische Künstlergruppe und zwei Künstler in dem Falle wirklich eingeladen. Die haben unisono abgesagt. Diejenigen, die in Russland noch leben, haben unter anderem den Garageappell, der ganz am Anfang dieser Invasion veröffentlicht wurde, unterzeichnet. Also sie sind völlig unverdächtig, da irgendwie korrumpiert zu sein, und haben mal gesagt, wir können in dieser Situation nicht und wollen auch nicht irgendwo teilnehmen, was ich eher bedauere. Und man muss auch sagen, vor einigen Jahren oder als ich das letzte Mal in Petersburg war, wurde mir ein unabhängiges Kulturzentrum vorgeführt,
Das unabhängige Kulturzentrum in der Nähe des Moskauer Bahnhofs wurde mir als das letzte noch existierende beschrieben. Die Grundfläche war ungefähr so groß wie der Eingangsbereich unseres Kulturforums. Das war also ein winziges, aber es gab es immerhin Teil. Und ich glaube, das gehört auch zur Geschichte, also diese systematische Zerstörung, Behinderung der russischen Zivilgesellschaft, wobei es gibt sie eben trotzdem in Rudimenten noch. Immer noch. Dazu möchte ich auch was sagen. Ja. Wir haben in Wien, in Österreich, eine österreichweite Initiative aufgebaut mit immerhin 1 Million vom Staat, die ukrainische Künstler und Künstlerinnen, die geflohen sind, unterstützt. Und wir haben mittlerweile 700 oder 800 ukrainische Künstler und Künstlerinnen, meistens Frauen mit ihren Kindern, untergebracht in verschiedenen. Die Idee war, dass man das Bier zu Bier macht, dass man das, dass man die eigentlich in ihre Home Offices wieder zurückbringt mit Künstlern und Künstlerinnen, mit Institutionen. Das ist gut, das hat gut geklappt. Die kriegen vom Staat auch Projektunterstützung und das war für die Ukrainer. Und das haben wir wirklich, die Ukrainerinnen, das haben wir wirklich 4 Offices in Österreich gut geschafft. Und ich bin jetzt dabei, trotzdem, und die Ukrainer und Ukrainerinnen werden es nicht so gern hören, das auch für die russischen Künstler und Künstlerinnen zu organisieren, die Regie dann, das ist das berühmte Projekt, der Project Russia gemacht hat, ist zu 20 Jahren verurteilt worden, also man muss das auch sehen, ja, dass da wirklicher Druck auf Künstler und Künstlerinnen ist, den muss man auch liften. Unsere ganze Solidarität gilt den Ukrainerinnen, aber ich finde auch, dass der Krieg, der zwischen russischen und ukrainischen Künstlerinnen im Moment herrscht, irgendwann mal ein Appeasement braucht. Hier war noch eine. Ich möchte nicht naiv klingen und trotzdem aber auch nochmal eine Bresche für den Kulturaustausch schlagen, unter der Bedingung, dass die Geisteswissenschaften oder in dem Fall die Kunstwissenschaft, die Kunstkritik, die große Stärke ausspielen, die sie eben haben, nämlich tatsächlich Dispositive, die vorherrschen, die sich verändern, zu analysieren und immer wieder die Rahmungen, die Neurahmungen, die stattfinden, genau in den Blick zu nehmen und eben nicht irgendwelchen Mythen, gestern tauchte das Wort des Mythos auf, oder bestimmten Narrativen aufzusetzen. Und wir leben jetzt nun mal in einer Zeit, in der sich Neuzuschreibungen in unglaublicher Geschwindigkeit ereignen. Die EU, die sich auf einmal neu findet, das kann man als einen großen Vorteil sehen. Man sieht aber auch, wie schnell sich in Deutschland hier beispielsweise Parteien verändern und Positionen auf einmal laut werden, also eben in Richtung Waffenlieferungen, die man vorher nicht so geglaubt hätte. Also jetzt will ich gar nicht die Notwendigkeit der Waffenlieferung in Zweifel stellen. Das ist jetzt ein bisschen eine blöde Ausbuchtung. Aber man sieht einfach, wie schnell sich Diskurse verändern. Und ich glaube, da muss man einfach, es wird schwer sein, die Geschwindigkeit zu halten. Aber das ist wichtig, dass man das nicht aus den Augen verliert. Das heißt, auch wenn man davon redet, beispielsweise Kulturaustausch sei heilsam, also immer wieder auch so emotionalen Vokabeln kritisch zu begegnen und die Ökonomie eben ganz wichtig in den Blick zu nehmen. Ich war Ihnen sehr dankbar, weil Sie das selbstverständlich in Ihren Vortrag eingebaut haben. Also wer hat eigentlich das Projekt finanziert? Und ich glaube, so muss man damit umgehen. Also nicht zu glauben, man kommt ohne die Gelder aus. Ich glaube, realistisch muss man sein. Aber eben immer wieder zu sagen, wer spricht, aus welchen Kontexten heraus und mit welchen Interessen. Immer wieder diese Fragen durchbuchstabieren. Und dann kann man, an der Stelle höre ich jetzt auch auf, keine Sorge, kann man doch auch wieder oder muss man auch wieder den Bogen zur aktuellen Documenta schlagen, die tatsächlich ein großes Glück ist, weil wir hier im globalen Norden, aus dem globalen Süden, Perspektiven aufgezeigt bekommen, die
Themen der Globalisierung wiederum aufgreifen, also alternative Ökonomien, Thema Klimawandel, wie gehen wir damit um? Also und dieses ständige Springen und Perspektiven zu wechseln, das finde ich so notwendig. Ich glaube, Sie haben vollkommen recht, wenn ich nur ganz kurz mit dem Kulturaustausch, und dass es sich immer ändert, dass es sich, also wir haben ja gestern davon gehört, dass sehr viele unserer ehemaligen Mitstreiter gestorben sind. Das gilt ja auch für dieses Projekt. Das waren Menschen, die den Zweiten Weltkrieg auf der russischen Seite mitgekriegt hatten, mitgemacht hatten, dabei waren, und das waren Stalinisten. Und wir hatten mit Stalinisten zu tun. Das war manchmal, deshalb habe ich auch sehr neutral gesagt, es war auch ein Generationskonflikt. Und dann entsteht ein neuer Generationskonflikt, ist ganz klar. Und der bringt seine neuen Probleme auch mit sich. Ich hätte noch eine kleine Anmerkung. Eine ganz kurze Bemerkung zum Thema Naturschutz. Ist sehr wichtig. Ich bin selber sozusagen sehr grün in diesem Sinne. Aber jetzt stelle ich die Frage: Was nützt die ganze Geschichte mit Naturschutz nach der Bombardierung von Ukraine, nach diesen Hunderttausenden Tonnen von Metall und Chemikalien, die jetzt auf diesen Feldern sind? Und deswegen, wenn ich höre heute diese Argumentation so getrennt voneinander, jetzt wollen wir nicht verlängern die Atomkraftwerke, weil das ist so schlimm, wir müssen das ideologisch verfolgen. Aber guck mal, was da passiert. Wir besprechen hier kulturellen Austausch, die Notwendigkeit, Verständnis zwischen den Russen und den Ukrainern. Russische Künstler und ukrainische Künstler müssen doch zusammengeführt werden und die müssen doch einander verstehen und so weiter. Aber unter welchen Umständen läuft das Ganze? Man muss also ideologische Vorstellungen für eine bestimmte Zeit gut im Schrank aufbewahren. Und nach dem Krieg, und ich würde sagen nach dem Sieg in diesem Krieg, nicht nach den Friedensverhandlungen à la Minsker Abkommen, Merkel, Putin, alle diese Tanzen, nicht nach dem Sieg in diesem Krieg gegen den heutigen russischen Staates, kann man irgendwas anfangen. Bevor das nicht gemacht wird, wird nichts passieren und der Krieg nach Deutschland kommt. Da wurde schon gesagt. Schon gesagt. Genau. Nee, ich wollte nur kurz anmerken, dass jetzt mit der Unterstützung von Ukrainern und Russen das jetzt zum Thema. Ne? Also ich glaube, da darf jetzt auch keine Konkurrenz stattfinden im Sinne von Projekten machen mit Ukrainern, mit Russen, mit wem mehr oder so. Aber ich glaube, dass da die ukrainische Flüchtlinge und russische Flüchtlinge, die dürfen nicht gleichgestellt werden in dieser Situation. Also es darf jetzt keine Gleichstellung stattfinden. Und diese Konzerte, wo eine Frau mit ukrainischer Flagge und eine Frau mit russischer Flagge irgendwie zusammen auf der Bühne stehen, finde ich nicht okay. Genau. Jetzt nur. Hier war noch eine Wortmeldung. Ja, Sie haben gefragt, was muss geschehen, um irgendwie die Situation zu ändern. Ich werde das von einer anderen Ecke ansprechen. Ich glaube, es muss sich in Deutschland und in Westeuropa auch die Einstellung zu Osteuropa ändern. Und zwar, mir fiel schon der Untertitel dieser Diskussion, kulturelle Territorien in Osteuropa. Territorien ist ein Begriff, das kommt vom Kolonialismus her. Territorium bedeutet ein Gebiet, was keine Souveränität hat. Wir haben British, East, British, South Sea Territorien, wir haben Northern Territorien, das ist nördlich von Kanada, das gehört unter britische Krone. Dieser Begriff, also da wurde ich stutzig und ich meine, das ist irgendwie typisch, wie man an
nach Osteuropa blicke, vom westlichen Teil Europas. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand im Westen auf die Idee kommen würde, über kulturelle Gebiete in Westeuropa, über kulturelle Territorien in Westeuropa zu diskutieren. Aber kulturelle Territorien in Osteuropa sind möglich. Da sollte man sich wirklich fragen, wie weit ein bestimmter, also für mich, kann ja sagen, ich bin Tschechin ursprünglich, ich lebe hier schon 50 Jahre im Westen, bin mit Westen sehr gut vertraut, beobachte das auch seit 50 Jahren. Für mich als Tschechin hat es einen leicht kolonialen Beigeschmack. Sie haben, glaube ich, recht, wir kennen einander, ja. Ich möchte dazu noch eines sagen. Ich halte die Metapher vom globalen Süden, ausgesprochen für eine wichtige pluralistische Metapher. Ich halte sie vom Westen und vom Norden ausgesprochen für eine koloniale Metapher. Also immer, wer spricht? Ich habe hier jetzt gerade das Mikrofon in der Hand, Philipp. Ja, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, und vielleicht einige von Ihnen hier im Raum auch, spätestens seit dem 24. Februar, als diese 63 Kilometer lange Kolonne auf Kiew zurollte, kam es mir vor, als ob ich alte Wochenschauen sähe aus dem Jahr 1939 oder 1941, nur jetzt in Farbe. Und vielleicht wiederholt sich hier ein bisschen doch die Geschichte, und nämlich in dem Sinne, dass wir uns im Westen jetzt vielleicht ein wenig so fühlen, wie sich Briten oder Franzosen oder Amerikaner im Jahr 1939 fühlten, wenn sie es mit deutschen Emigranten zu tun hatten. Mhm. Wie können wir jetzt unterscheiden zwischen den einen und den anderen? Und da müssen wir vielleicht genau eben hingucken. Die Mühe müssen wir uns machen. Vielleicht auch lernen, indem wir dieses Kapitel der europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts nochmal genauer studieren. Wie hat dann auch wieder die kulturelle Verständigung angefangen mit dem Aggressorstaat Nazi-Deutschland, nachdem er besiegt war am 8. und 9. Mai 1945? Es gab dann britische Kulturinstitute, ich komme aus dem Rheinland, wir waren also britische Zone. Es gab amerikanische, natürlich französische Institute. Das hat ja irgendwann mal wieder angefangen. Vielleicht kann das auch ein Lehrstück sein, zu sagen, wie, unter welchen Bedingungen fängt man an mit einem Aggressorstaat, der sich faschistoid oder faschistisch aufgeführt hat und Nachbarvölker unterjocht hat, wieder ein fruchtbares Gespräch zu beginnen. Ein Gespräch, was sicherlich, ich nehme jetzt das hässliche Wort auf, auch instrumentalisiert war, natürlich im Sinne der damaligen Politik, das ist ganz klar, aber vielleicht ist Instrumentalisierung ja nicht immer per se so schlecht. Sondern kann ja auch Brücken bauen, wenn man darüber spricht und darüber ehrlich damit umgeht. Das ist das eine, was ich sagen wollte. Und das zweite ist, vielleicht ist in der jetzigen dramatischen und für die Ukraine so absolut tragischen Situation gar nicht der Moment, über diese Kultur so differenziert und den kulturellen Austausch zu sprechen. Also ich war etwas genervt eben, als ständig aufgezählt wurde, wer ist jetzt Ukraine und wer spricht Russisch und wer spricht welche andere Sprache. Sollte vielleicht für die Zukunft überhaupt gar kein Kriterium sein. Und das wäre das, was wir kulturell aus der Ukraine übernehmen können, wenn dieser Kampf durchgefochten worden ist, mit welchem Ende auch immer. Dass hier, ja, der Begriff Nation ist auch ein sehr schwieriger Begriff, dass hier Menschen sich selbst eine Autonomie geben wollen, in eigenen Grenzen selbstbestimmt zu leben, egal welche Sprache sie sprechen. Und das könnte, es ist das erste Mal, wo ich mich erinnere, in diesem Jahrhundert, dass ein Volk dieses so durch, oder ich sage jetzt wieder Volk, also dass Menschen dieses so durchkämpfen mit dieser Konsequenz, mit der wir alle nicht gerechnet haben hier im Westen, müssen wir doch zugeben. Wir haben alle gedacht, in einer Woche ist die Sache durch. Ne? Und die Okkupanten sitzen in Kiew und machen ihre Marionettengeschichte da. Vielleicht ist es das, was wir lernen sollten von der Ukraine. Eine sehr moderne Auffassung von Staat. Danke. Menschen geben sich autonom ein Gesetz, das sie verfolgen wollen, und fragen nicht danach, sprichst du dies, sprichst du das, sprichst du jenes. Ein bisschen zu kurz gekommen ist bei der Aufzählung des Vielvölkerstaates der Ukraine, nur in einer kleinen kurzen Anmerkung, Rabin Yar, der großen hohe Anteil an der jüdischen Tradition der Ukraine, was ich sehr wichtig ist, finde ich, zu beachten. Alles dies sollte keine Rolle spielen, sondern der Staatsbürger ist gefragt, der sich seine Grenzen und seine Gesetze selbst gibt. Und das kämpft jetzt das erste Mal in diesem 21. Jahrhundert die Ukraine durch, kann uns ein Beispiel sein, die wir hier im erschlafften Westen so sitzen und mit großen Augen staunen, was sich da abspielt, ein Vorbild zu sein und auch vielleicht ein bisschen sich zurückzunehmen, ein bisschen ehrfürchtig zu sein und zu warten, was kommt denn da jetzt in der nächsten Zeit?
Sorry, ich wollte nicht zu pathetisch werden, vielleicht bin ich jetzt geworden. Gib es gern gleich weiter an Susanne. Ja, danke schön. Sie haben um diese Ehrfurcht und Zurückhaltung gebeten. Auf der anderen Seite muss ich sagen, an der Stelle ist es tatsächlich dann auch den Ukrainern unbenommen, ihre sprachlichen Differenzierungen und so weiter festzulegen. Also auch das kommt uns dann nicht zu. Und was, um auch Frau Smolik zurückzukommen, mit diesem leicht kolonialistischen Attitüde, nun bin ich ja eigentlich, es ist immer blöd, so biografisch zu argumentieren, aber seit über 20 Jahren arbeite ich für dieses Kunstmagazin Art und seit über 20 Jahren ist bei jedem Thema, was noch auch nur entferntesten südlich und östlich von Dresden liegt, ist immer Susanne macht das mal. Am Ende, na klar, spreche ich Tschechisch zumindest so auf einer gewissen Ebene und habe mittlerweile über die 20 Jahre auch Russisch wieder besser gelernt und Polnisch lesen. Aber als das anfing, habe ich immer, wenn ich in Museen mit den Direktoren sprach, außer im Vorzimmer oder irgendwann, es wurde Englisch gesprochen, es wird heute noch Englisch gesprochen. Es gibt also überhaupt keinen Grund, außer jetzt vielleicht der Expertise mittlerweile, aber es gab keinen Grund zu sagen, Susanne, mach das mal, du kommst aus Dresden. Also das ist mir bis heute eigentlich rätselhaft. Jetzt noch, Susanne, fahr mal nach Pristina, das ist ja eher so dein, da fühlst du dich ja wohl. Naja, irgendwie schon, aber das ist nicht der Punkt. Und dieses leicht Koloniale, das schlug mir jetzt auch entgegen, als ich vor 4 Wochen ungefähr eine Recherche machte, hatte ich vorgeschlagen, zu den Strategien des intellektuellen Nation Building, was sich gerade in der ukrainischen Wissenschafts- und Kunstwissenschaftlerinnengemeinde abspielt. Und ich habe eben vorgeschlagen, was die Themen gerade sind, die florieren, zum Beispiel Olenka Pevni, die Orthodoxie in Kiew oder in dem damals polnisch-litauischen Reich beleuchtet. Dann ist Alisa Loschkina, die vor 2 Jahren bereits ein wunderbares Buch über die, Herr Scholhammer schüttelt den Kopf, über die verschiedenen Avantgarden in der Ukraine, beziehungsweise die Kunst, jetzt nickt da. Ja. Ja, das hat aber keiner bemerkt vor 2 Jahren. Ich komme noch dazu. Oder zum Beispiel ein blödes Sache jetzt, Literaturwissenschaftler, der in Potsdam arbeitet, der über die Sowjet-Avantgarde in der Ukraine und zwar wirklich punktuell in der Ukraine die Auslöschung, noch physische Auslöschung, also noch schlimmer als in Moskau, der Sowjet-Avantgarde schreibt. So, das habe ich also alles vorgeschlagen und dann kam aber als erstes und bitte erkläre, wie sich so jetzt, gerade jetzt, so ein hektisches, fast so mit so einem Geschmäckle behaftetes Nation Building vollzieht. Also als hätte das so was fast Nationalistisches. Und ich meine, ich konnte das dann auch erklären, weil ich mir es die Kollegen dann auch nochmal erklärt haben, die ukrainischen Kollegen. Die Ukraine ist seit ihrer Unabhängigkeit, das war ja auch nicht ganz problemlos, über die Orange Revolution, über den Euromaidan, sofort die Krim-Okkupation, ist nie zur Ruhe gekommen, sodass ich im Grunde genommen immer in einem aufgeregten Zustand befunden hat und jetzt im alleraufgeregtesten Zustand ist aber der Druck am größten zu sagen, wir sind eine Nation, weil, und ich weiß nicht, wer vorhin sagte, Staat, das Wort Staat wäre ihm oder ihr lieber, aber in dem Falle ist es natürlich dieses Nation Building, das ist eine Terminologie, die lässt sich ganz gut anwenden, die sich plötzlich auch angesichts dieser, wer sagte es, dieser primitiven Narrative, die aus Russland kommen, angesichts dieser primitiven Narrative nötig macht, auch intellektuell mit das, zum Beispiel das Buch von Loschkina, das war vor 2 Jahren rausgekommen, sichtbar wird es jetzt, weil es auch eine größere Aufmerksamkeit dafür gibt. Und mein Plädoyer ist eigentlich zu sagen, bitte, wenn genau das jetzt passiert, greifen Sie die Gelegenheit und machen Sie sich mit diesen ukrainischen, mit der ukrainischen Kunst, mit der ukrainischen Kultur, ihrer Tradition und eben bis ins, was weiß ich was, bis in die byzantinische Zeit vertraut, weil jetzt ist die beste Zeit, das zu verstehen und
unsere Defizite aufzufüllen. Dankeschön. Vielen Dank, Susanne. Ja. Gut. Wollten Sie noch was sagen, Herr Schöllhammer? Sonst würde ich... Ich würde dazu, zu diesem letzten Statement, vielleicht auch einen Satz sagen wollen, dass es eben ein schwieriges Zwischending ist und es gibt etwas Besseres als die Nation. Aber das hat die Loschina ja auch beschrieben. Ich bedanke mich, dass ich bei Ihnen Gast sein durfte. Wir bedanken uns bei Ihnen. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten dieser Runde. Herzlichen Dank für diese wirklich sehr weitreichende Debatte. Ich denke, wir können nicht verlangen, dass wir hier irgendwas abschließend klären, und das ist auch nicht der Sinn der Sache. Aber wir können jetzt ja auch noch weiter sprechen, ohne Mikrofon. Vielen Dank. Dankeschön. Ich möchte mich auch bei der Technik bedanken. Auch für die Geduld, dass wir noch ein bisschen überzogen haben und dass alles... fast alles funktioniert hat. Jedenfalls hier im Saal war es sehr gut und toll war, dass wir natürlich Frau Muster und Herr Schöllhammer heute dabei haben konnten. Vielen, vielen Dank auch dir natürlich, Bert, dass du das alles organisiert hast für uns und natürlich Hilke Wagner, die uns hier bewirtet hat. Ich freue mich auch, dass wir das wirklich durchführen konnten nach 2 Jahren. Danke sehr.